dann machen wir das auch so. Ach so, ich muss gerade eine Sache checken, bevor ich jetzt wieder Unsinn baue. Ja, müsste passen. Wahrscheinlich. Cool, ja. Wir haben vor, ich glaube, ich will fast sagen Anfang des Jahres oder vor mindestens mal einem halben Jahr eine Demo zu einem Spiel gezockt. Das heißt Thronefall. Das kam damals entweder gerade raus oder war kurz vor Veröffentlichung. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und ich wollte seitdem eigentlich mal wieder reingucken. Ganz kurz den Streamtitel nochmal anpassen. Wollte seitdem mal wieder reingucken, aber haben wir nicht gemacht. Machen wir jetzt. Machen wir jetzt. Sobald ich meine Kopfhörer finde. Thronefall ist ein, ich will fast sagen, so eine Art RTS meets Twin-Stick-Shooter? Nee, nicht unbedingt. Das ist kein Twin-Stick-Shooter. Das ist ein Es ist ein bisschen wie, pass auf, kennt ihr Kingdom? Kingdom in 3D statt 2D. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Oder Kingdoms? Irgendwie so heißt das Game. Yes. Oh, stimmt. Jetzt war ich ein bisschen laut gerade. Ich erinnere mich auch, dass der Soundtrack ein absoluter Banger war. Yes. Ah. Das Game ist noch in Early Access. Es hat einen sehr minimalistischen Artstil, was ich sehr cool finde. Was hat Dings irgendwas? Oh, mal so. Good. Back. Good. Oh, das Game hat sich mein Forger aus der Demo gemerkt. Kann das sein? Ist das ein Controller-Game oder ist das ein... Ah, warte mal. Das spielt man vielleicht besser mit Controller. Moment. Hallo Q-Punkt. Speichern wurde genommen. Praktisch, ey. Und Controller geht auch sofort. Game ist technisch einfach. Einfach jetzt schon überzeugend, ey. If you heard old English, Winter would be able to understand it. It is said that some way Germanic languages can be understood by each other. I know the Netherlands found West Frisian to be a second language. Okay. Okay. I guess that's our fun fact for the day. Man soll nicht aus dem Game rausklicken, dann stoppt die Musik nämlich. Gut, auch gemerkt, ganz kurz. So. Gut, ja. Ich habe mal die erste Mission nochmal, nur um mich an das Spiel nochmal ganz kurz zu erinnern, wie das nochmal ging. This level has a fixed layout. Vielleicht nicht das erste Level unbedingt, das ist ja Tutorial. Mal Level 2 vielleicht einfach nochmal. Da haben wir eh noch nicht alles gemacht. Und zwar spielt ihr so einen kleinen König,
der dann ein bisschen lautes Game, oder? Wenn wir dann so ein Dorf aufbauen und das gegen Angriffswellen verteidigen müssen. Bow and Dagger, das ist meine Waffe, glaube ich, ne? Passive Rapid Melee Attack deals Bonus Damage against all fast moving enemies. Ich bleibe mal bei dem Pfeil und Bogen. Uns einen Perk aussuchen. Alle Castle Center produces 1, 2 or 3 additional gold per day depending on level. Mehr Money. All your towers have more range and more damage. You have massive health bonus. Und ich verdeck die Texte, sehe ich gerade. Wo man hängt, hängt man falsch, ey. Your castle center has more health. The interval between attacks is reduced by something percent. And the attack range is increased. Ich würde schon sagen, wir nehmen einfach mehr Money. Gibt's noch Mutators? Oh, das macht das Game quasi schwerer, glaube ich. Wenn ich die aktiviere, dann bekomme ich noch, das sind meine Quests da unten, ne, die auch von euch so ein bisschen verdeckt werden. The question is, would you be able to understand if it's spoken to you? Whatever Netherland speaks, Netherlandish? I don't think so, no. I don't think so. Enemies have less health and deal less damage, but you get 40% less points and XP if you win. Also, this is easy mode here. Turtle. Challenge the Turtle God. Enemies have more health, but you get more XP. Probieren wir das mal. Warum nicht? Zack. Wird schwerer, gibt auch mehr Punkte. Ich wollte es eigentlich als Tutorial-Level nochmal spielen, aber gut. So, wir haben da unten rechts so eine Geldanzeige und wir könnten hier unser Castle Center für 3 Münzen bauen. Bam. Wir können es upgraden. Und dadurch werden jetzt hier, genau, diese einzelnen Punkte hier freigeschaltet quasi. Man kann jetzt nicht unbedingt selber bestimmen, was und wie man baut, so à la RTS. Sondern man baut einfach nur. Man baut einfach nur. Jetzt habe ich noch 3 Münzen. Das da kostet 2 Münzen. Jedes Haus, das ich baue, gibt mir, glaube ich, mehr Geld pro Runde. Ich kann Türme bauen, die ja verteidigen halt. Das kosten die. Die kosten 3. Das ist kein Turm. Das ist eine Mühle. Dann kann ich Felder anbauen. Die Felder geben auch mehr Geld, glaube ich. Das wäre ein Turm, der kostet genau 3. Ja, warum nicht? Mir ist jetzt gerade bewusst geworden, dass in einer Woche Weihnachten ist. Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen beängstigend. Dezember. Was ist der Plural von Dezember? Dezemberen verfliegen im Allgemeinen immer sehr schnell, habe ich das Gefühl. Irgendwie kann ich auch die Runden einfach los. Oh, ich kann nur mal anzeigen lassen, was ich theoretisch also noch bauen kann. Das ist ja cool mit L1. Ich muss irgendwie die Runde noch loslaufen lassen. Muss ich das da unten machen? Ah. Ich kann X drücken und dann macht's. Okay. Ich habe auch Auto-Attack. Sehr gut. Die Musik müsste nicht so abgehen, ne? Aber sie tut's. Go, little König, Mann. Guck dir an. Er geht ab wie Schmitz' Katze. Yeah. 5 Money. Zack, zack. Kann ich da auch so eine... Da kann ich eine Mühle bauen, ne? Ich habe jetzt 7 Money. Upgrade. Improved Plow. Every future upgrade of this mill will increase its income even more.
will explosive chap, the mill explodes when destroyed. Denn mehr Money ist mehr gut. So, jetzt kann ich nochmal Felder anbauen. Die kosten 1 und gebe auch 1 jede Runde. Das ist gut. Zack. Jetzt habe ich noch 2 Münzen über. Damit könnte ich... Was kommt denn um? Kommt es 8 Feinde in der Runde? Man sieht immer, was kommt in der nächsten Runde. 8 könnte jetzt für einen, für mich allein ein bisschen viel sein. Aber wir probieren es mal. Und dann kann ich... nächste Mal bestimmt schon ein paar Einheiten noch bauen. Weil du kannst auch Truppen bauen. Gib mir nicht die Möglichkeit, einen Sound auf Knopfdruck zu triggern. Das endet nicht gut. Niemals, glaub mir. Jetzt mal schön alle hier wegpullen, damit... Nee. Leute, hier. Leute, hier. Greif mich an. Sehr gut. Nee. Hier, mich angreifen. Sehr gut. Oh no. Tower, please. Survive. You can do this. Tower, but no. Du Arsch. Mein Turm. Ich schätze mal, das ist die Strafe der Firma auf. Oh, die kommen ja wieder. Oh, never mind, die kommen ja wieder. Alles gut. Oh, jetzt kommen da oben 2 von den Fliegeviechern und da unten kommen 8 normale Einheiten. Ich glaube, jetzt wird es ein bisschen viel, wenn man versucht, das alleine zu bewältigen. Das heißt, wir müssen unser Geld jetzt, glaube ich, investieren, damit unser Hauptgebäude geupgradet wird, weil ich glaube, erst dann kann ich Einheiten bauen. Ah. Mehr Health für meinen Charakter, mehr Damage Output für meinen Charakter. Builder's Guild. Every evening a level 1 house is automatically upgraded to level 2 house. Dann Pause, wenn du hast eine Gegnerbeschreibung. Oh. Sind keine Flieger? Okay. Es ist eine Weile her, dass ich die Demo gespielt habe. Ich hatte in Erinnerung, dass das so kleine Fliegen sind, die dann kommen. Ich glaube, dass ich einfach stärker bin. Ist eine gute Investition. Jetzt habe ich noch 4. Damit könnte ich genau das hier bauen. Genau so eine Schabracke. Nee, wie sagt man? Barracks. Eine Baracke. Ich könnte entweder Ritter ausbilden, Speermänner oder Flails. Pflegelmenschen. Ich nehme erstmal Knights. Das ist, glaube ich, ein guter Anfang. So, und die kann ich jetzt auch irgendwo positionieren. Das kann ich jetzt mitnehmen. Und sagen, Leute, stellt euch mal hier hin. Zack. Ja. Pause-Menü habe ich. Ah, da unten. Hunterlings are incredible, fast and dangerous monsters. With the sole aim of chasing you down, they can smell your royal blood across the entire kingdom. Oh, die sind doch scharf auf mich speziell, glaube ich. Was ja okay ist. Was da cool ist, weil dann kann ich die ja ohnehin. Dann brauche ich die gar nicht zu fokussieren wahrscheinlich. Dann kommen die mir gegenüber. Mir entgegen, wollte ich sagen. Yep, kommen sie. Hi. Zack. Guck mal hier. Easy. Okay, warte mal. Ich glaube, das Gameplay ist dieses Geschnetzle. Das ist ein bisschen sehr laut. Zack. Wie Travis sagen würde. Zack. Easy. So, es kommen da Archers, da auch Archers und da unten kommen auch Archers. Boah.
Der Shoot Arrow from far away, quite strong when left uncontested, weak against buildings and towers. Ja, wenn man einen Tower weit genug schießt, um die zu treffen, dann sollte es kein Problem sein eigentlich. Ich kann jetzt die Häuser nochmal upgraden, dann geben die 2 pro Nacht. Oder pro Morgen, besser gesagt. Ich habe jetzt 12 Money. Ich könnte den Tower upgraden. Dann gibt der 3. Das ist aber eigentlich also den Tower, die Mühle meine ich. Ich glaube, das ist eine gute Investition. Weil zu Beginn macht es halt schon Sinn, den Geldfluss zu fokussieren, dass man halt Money kriegt. Was kostet das Ding nochmal upgraden? Wahrscheinlich mehr als ich habe jetzt aktuell. 8 Münzen, ich habe genau 6. Ich könnte eine Verteidigungsmauer bauen, aber brauche ich glaube ich nicht. Ich bin mal ganz mutig. Oh, pass auf, ich baue noch so ein Ding und zwar mit Crossbowmen have low range but high damage output. They are armored against ranged attacks. Bonus damage against ranged unit. Less effective against flying units. Ja, das klingt doch gut. Pass auf, kommt ihr mal mit. Kommt hier von 3 Seiten theoretisch. Können wir vielleicht so. Du kommst dahin. Nimm so ein paar. Komm. Kann eigentlich beim Tower stehen. Das macht eigentlich mehr Sinn. Die kommen eh. Die, wenn die von hier kommen, landen eh beim Tower. Also das ist eh dann so ein Hotspot hier wahrscheinlich. Kannst du auch dich jetzt hier bei dir stellen, ne? Und du kommst auch mit. Zack. Und die unten, bei denen helfe ich dann. So. Jetzt habe ich noch 2 Münzen. Ja, ist das Ding. Mal. Zack. Und, achso, Ich habe noch 1 Münze über. Die werde ich wohl kaum irgendwo investieren können. Ich glaube, für 1 Münze kriegst du echt einfach gar nichts. Naja, okay. Let's go. Bra, bra. Ja, guck mal, wie die Bogenschütze die abziehen, ey. Also die Armbrustschützen. Haha, gar keine Chance. Money. Die haben es im Griff. Was hier oben? Oh, die lassen sich ganz schön hier hochziehen. Ist aber auch okay eigentlich. Wobei, ist das okay? Ich weiß es nicht. Ja, komm mal an den Turm hier ran, Chef. Ja, das ist aber easy. Easy. So, jetzt habe ich 21 Money. Es kommt jetzt 15 irgendwas Dinger. 15 Racer, a fast rolling monsters that are not messing around. They aim right for your castle center and are somewhat armored against attacks from the player character. Gut, wenn du direkt auf meine Basis zugehst, dann mache ich einfach eine Wand dahin. Easy. Easy. Da kommt dahin. Mit dem Rechtsklick kannst du auch rennen. Ich kann rennen. Oh. Nee, das war mir echt nicht bewusst. Man ist eigentlich schon so ziemlich schnell. Ich müsste jetzt auch gar nicht schneller sein unbedingt, aber. Ne? Mehr Speed ist mehr gut. So, wir könnten das Ding nochmal upgraden für mehr Einheiten. Wir können aber auch mehr Häuser bauen. Generate solid income. Ich habe noch nicht ganz raus, wie viel es dieses Ding wirklich gibt. Gibt das Hauptgebäude jetzt quasi 3 in jedes einzelne Feld Nummer 1? Dann wird es hier 3, 4, 5, 6, 7, 8 Münzen schon mal geben. 8. Da gibt ja auch schon mal was. Das muss ungefähr hinkommen mit dem Geld, was ich jetzt habe.
ist eigentlich wurscht. Zack. Upgrades. Upgrades. Upgrade. Dann können wir nämlich hier noch ein Haus hinbauen. Oder da eins. Ein Turm. Nee, erstmal gucken wir nach Geld. Denn. Das ist wie immer bei solchen Spielen, sobald man irgendwie was das Einkommen anbelangt, so ein bisschen abfällt, hast du ein Problem. Da kannst du nicht mehr noch Einheiten bauen, deine Türme nicht ausbauen und so weiter. Das lernt man, oder das habe ich dann ziemlich stark gelernt, indem ich relativ viel Vampire Survivors gespielt habe, wo dann Schaden machen ist halt ganz geil und so. Aber zu gucken, dass du langfristig halt planst, den Erfahrungspunktestrom so massiv wie möglich zu halten, dass du nicht nur jetzt viel Schaden machst, sondern in Zukunft noch viel Schaden machst. Und das in dem Spiel halt Erfahrungspunkte sind, ist hier halt Geld. Aber gleiches Prinzip. Okay. Ba-ba-da. Ja, die bekommen echt nicht viel Schaden davon. Ja. Ja, da guckst du halt dumm, ne? Mit der Wand da im Weg. Bräuchten so AOE-Einheiten, glaube ich, weil so richtig übertrieben lang hält es dann doch nicht. Wobei, die verlieren ganz schön schnell an AP jetzt langsam. Ja, doch. Easy. Ja, scheint hinzukommen mit dem, was ich eben gesagt habe, was die Mühle anbelangt. So. Dann können wir hin und Turm bauen und könnten das Ding ausbauen. Wir haben jetzt 23 Money. Da unten kommen jetzt nur, in Anführungszeichen, 40 Einheiten. Das müssten wir auch noch hinkriegen eigentlich. Also vielleicht nicht unbedingt jetzt nur damit. Ich könnte meinen Tower einmal upgraden für 5. Ich habe das Gefühl, der Tower, da steht halt hier perfekt. More health and attack damage. Wie viel mehr, weiß man nicht, aber halt mehr. Ich würde eigentlich noch gern hier irgendwie einen Turm hinstellen. Könnt da einen hinstellen. Für 3. Ja, machen wir mal. Und den upgraden wir einmal. Für 5. Da habe ich noch 15. Was kostet mein Hauptgebäude zu upgraden? Unlocks more building options and your character becomes stronger. Vielleicht ist das keine doofe Idee. Ich habe jetzt genau noch 20 übrig. Zack. Commander. Units move faster while you command them. Units can attack while you're commanding them. Aber ich habe meine Einheiten meistens nicht dabei. Machen wir das hier. So, jetzt habe ich hier Shit. Jetzt kann ich hier noch Baracken bauen, dann noch eine Verteidigungsanlage, da ein Turm. Oh ja, guck mal. Ah ja. Nehme ich hier nochmal alle mit hier. Ups, nee, wollte eigentlich alle mitnehmen hier. Oh, ich kann mir genau alles angucken, was ich gerade bauen kann. Oh, mein Gebäude ist schon auf Max jetzt, ne? Ja, okay. Ja, dann kann man die aber eigentlich trotzdem erstmal hier hinstellen, ne? Weil, wäre dumm, wenn die jetzt nicht an dem Turm kämpfen. Kann schon mal anfangen, die zu beschießen. Ah, der Turm ja auch. Stimmt, warte mal, haben wir da noch einen Turm? Vielleicht solltet ihr doch da mitkommen. Ich gehe davon aus, dass der Turm hier fallen würde, aber das ist ja egal. Ich glaube, Türme werden automatisch repariert und das kostet auch nichts. Ist immer noch saulaut. Besser. Ah, die Bogenschützen hier sind echt uncool. Autsch. Da kommt der.
der einzelne Armbrustschütze. Bisschen spät zur Show, aber er kommt. Er ist ja eben gestorben wahrscheinlich. Was ist mit dir so? Hast du keinen Bock zu kämpfen oder so? Ja, tank mal, Bruder. Komm, das ist doch easy. Easy game, easy life. Vielleicht lag es daran, dass ich das Game damals nicht so gut verstanden habe, als wir die Demo gespielt haben, aber ich hab das Gefühl, das war irgendwie schwerer. Oh, es kommen von hier noch welche, ne? Ja, das ist uncool. Ihr müsst eigentlich fast hier einen Turm mal hinbauen. Da habe ich 26 Money. Weil das da wird jetzt halt, das bekommt auf die Schnauze, das Gebäude. Bekomme ich 8 Münzen pro Runde? Ja, hör mal. Heftig. Und den Turm bauen wir auch noch. Ich würde den fast einfach nochmal upgraden vielleicht. Zack, so, guck mal. Kann sein, dass es etwas schwerer war, ist er noch im Alexis. Ja, ja, also. Er hat auch keine Kritik. Oder vielleicht bin ich einfach jetzt saugut in dem Spiel. Kann ja auch sein. Ist ja mal alle Anfangen ist schwer. Und die, was sind's? Das bisschen Erfahrung hat vielleicht schon gereicht, um zu verstehen, wie das Game tickt. So, ich habe jetzt noch 12 Münzen. Ich würde, glaube ich, gerne mehr Türme bauen. Ich mag die Türme. Türme sind cool. Die halten jetzt nicht so viel aus, aber das ist okay. Aber ich muss auch eigentlich mein Einkommen weiter verbessern. Fuck it. Money. Hier. Zack. 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 Ist einfach Thronfall Gott geworden, ohne selbst gespielt zu haben in der Zwischenzeit. Nee, ich denke, es wurde einfach ein bisschen leichter. Habe ich echt nur die da? Oh, ich habe nur die da. Das kommt gar nicht mehr außer die hier. Ich dachte schon, das wäre heftig. Wenn jetzt von hier 15 kommen und da unten auch noch mehr. Nee, alles gut. Alles gut. Gut, man muss dazu sagen, hey, es ist Mission 2 von wahrscheinlich 800. Ah, das sind jetzt die Fliegeviecher. Das sind die. Ja, das ist natürlich jetzt eine miese Runde, wenn du einfach keine Fernkampfeinheiten hast. Dann hast du einfach verkackt. So schlecht sind die gar nicht gegen Flugeinheiten, die Bogenschützen, ey. So, es kommen von hier so ein paar Krieger und da oben Rollis und normale Käfer. So, die kann man nicht weiter upgraden. Da sind wir schon durch mit den Häusern. Könnt da einen Turm hinbauen. Nee, mehr Money bitte. Ich würde gerne mehr Money-Gebäude bauen. Ich kann buchstäblich noch da eins hinbauen und hier. Das war's dann. Ist natürlich jetzt dangerous. Aber wenn wir jetzt hier vielleicht, ich habe jetzt 37 Münzen, das ist ein bisschen was, ne? Wenn ich das hier jetzt baue und direkt upgrade, dann könnte ich auch wahrscheinlich hier eins hinbauen, ohne dass es. Ich könnte auch so eine Explosionsfalle einfach hinbauen. Oder ich verteidige es einfach richtig, dann brauche ich es nicht. Zack, 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 fuck it. So, dann baue ich jetzt aber hier noch das Ding. Zack. Habe ich noch 8 Münzen. Kann ich noch, ich kann den nochmal upgraden, dann habe ich noch 3. Oder kann ich, pass auf, zack. Sagen. Ich meine, die sehen zwar das hier und wollen es angreifen, aber wenn die Türme hier drauf schießen, dann werden die garantiert nicht das Ding hier fokussieren. Vielleicht doch, ich weiß nicht. So, nehmen wir alle mit. Zack. Und dann nächste Runde haben wir dann noch mehr Geld und dann werden wir mal die beiden die beiden
ist denn das eigentlich? Ausbildungsgebäude. Barracks. Die beiden Barracks mal upgraden. Ich hätte doch, glaube ich, ganz gern. So. Ihr zwei kommt mal mit. Wie kommt man da hin? Nur so als Ablenkung. Hauptsächlich. Kommt gerne, kommt mal so ein bisschen weiter hier hin. So. Die werden eh nach oben gepult. Pass auf, die werden eh nach oben gepult. Sobald die Feinde von da oben kommen. Gut. Lasst euch vielleicht nicht ganz da in die Ecke ziehen, oder? Aha. Ja, wobei, es geht eigentlich. Ja, hörst auf. Oh ja. Oh, Jungs, Leute. Ja, doch. Ist doch schon viel vielleicht. Aber solange mein Hauptgebäude überlebt, ist alles in bester Ordnung eigentlich. Guck mal, könnte mal hier hinkommen. Das ist auch noch ein Turm. Ja, jemand frei. Ich glaube, Gebäude, die halt abgerissen wurden, generieren kein Geld. Was ja Sinn macht. War vielleicht ein bisschen sehr mutig, da oben was hinzustellen. Aber naja. Ja, die geben jetzt kein extra Geld, aber... Oh, nächste Runde auch nicht, oder was? Oh, das kann sein, dass sie jetzt auch nächste Runde nichts geben. Weil jetzt einmal kaputt waren quasi. Na gut. Ich denke mal, das ist der Preis, den du zahlst dafür, dass du halt hier draußen die Mühlen hast. Dass man hier nur so was draußen bauen kann, das ist echt nicht nett. Okay, habe jetzt 41. Das abzugraden kostet 8. Komm, zack. Das kostet nochmal 8. Zack. Das ist nur der Marker, um anzeigen, dass sie kaputt gegangen sind. Okay, die geben doch wieder Geld. Okay. Pop. Dann nehmen wir noch... Ach so, Spearman. Do extra damage against fast enemies and slow them down. Not a great pick against ranged units. Jo, nehmen wir trotzdem mal. Und dann... Was kostet es nochmal? 15. Nee. Ich mache die erste mal alle auf Level 2. Komm, die 3 sind es wahrscheinlich wert. Und die 3 auch. So, zack. Und du auch mal auf Level nächste. Oh, kann man ein Haus bauen? Haus gleich Money. Fuck it, yeah. Jetzt habe ich noch 2. Well, zack, good. So, ich nehme euch mal trotzdem und stelle die da hin. Weil da kommen jetzt auch Fliegeviecher, ne? Das sind die Wasps, genau. So. 5 Stück kriegt er hin. So, da kommen auch nochmal welche. Wobei das vielleicht unnötig ist, aber ich stelle die mal hier dazu. So. Die kommen ja da oben, die und da oben. Die fliegen ja beide so hier rüber und müssen wahrscheinlich an den Armbrustschützen vorbei. So, und alles andere kommt jetzt mal. Also. Da sind auch noch welche, ne? Oh, und da sind ja solche... Was sind das für welche? Ogres! Huge Melee-Warriors that really pack a punch. Hey, due to their human heritage, Orcs aren't monsters, though. Everybody knows that, duh. Hat keiner behauptet, dass das Monster sind. Aber vielleicht gibt es extra Einheiten, die Schaden gegen Monster machen. Das war auf jeden Fall noch einen von euch. Stell dir mal so dahin. Nur damit du jetzt hier gegen die. Ah, das sind 10. Und das sind, warte mal, andersrum haben wir das gerne. Wenn wir nehmen. So. Einer ist gleich. Warte mal. So. Ne? Ihr 2 killt 5. Garantiert. Hoffe ich doch mal. So. 5. Ja, wird schon. Wird schon. So. Ihr habt die Ogres im Griff, ne? Ja. Das ist eigentlich am gefährlichsten. Da kommen nämlich 10 von denen her. So,
So, und die Ogres da unten. Die teilen gut aus. Ich kann aber ein bisschen helfen. Na, kommt man in die Türme hier rein. Das ist doch gut. Kommt man in die Türme hier rein. Kann ich mir aufhören, meinen Dinger kaputt zu machen? Dankeschön. So, ja, jetzt hat die Mühle hier so ein bisschen Schaden bekommen. Balls im Griff, würde ich sagen. Ja. Ist doch okay. Oh. Oh. Oh, jetzt kommt da Zeug. Jetzt kommt hier. Ich habe gut, ich hab knapp 60 Geld. Ich könnte die ganze Geschichte hier nochmal upgraden. Kostet 12. Ist halt schon teuer. Ich könnte einen Turm hinstellen. Ich könnte da noch ein Gebäude hinbauen. Ich könnte da einen Turm hinbauen. Ich glaube, dieser Turm hier könnte echt nice sein. Pass mal auf. Zack. Und den upgraden wir auch gleich. Zack. Weil von hier kommt dann echt viel. So. Dann bauen wir da noch. Da investiere ich halt 4 und krieg 4 Einheiten. Da müsste ich jetzt quasi 8 investieren und krieg dann nochmal 4 Einheiten dazu. Also die einzelnen Baracken zu bauen, macht wahrscheinlich einfach mehr Sinn. Zack. Und zwar kriegt ihr mal Bogenschützen. Das kann ich noch bauen. Eigentlich nur noch diese Mühle hier. Und die ist mir erstmal fast nicht wert. Ich kann diesen Turm noch bauen. Zack. Und dann kann das hier Zeug upgraden. Für 12 diese Wand hier. Erstmal den Turm noch. Zack. So. Habe ich noch einen Level 1 Turm irgendwo? Ich sehe gerade keinen. Doch, da den. Kostet einfach 16. Nochmal für 4 Einheiten. Das könnte jetzt Overkill sein. Wobei, die kam noch nie an diese... Die kam noch nie an diese Verteidigung hier ran. Also ich glaube, das ist wirklich ein bisschen heftig. Für 12, da jetzt die Verteidigung zu verbessern. Dann mache ich lieber... fuck it. Mehr Speermenschen, mehr Bogenschützen. Und du bist schon auf Level 2, du bist auch schon auf Level 2. Turm kostet 15. Ich könnte einen Turm auf das nächste Level bringen. Vielleicht den. Kann man sogar aussuchen, was für einen das wird, ne? Zack. Fortress Tower becomes armored that can shoot 2 enemies at once. Will not go down easily. Oder Ballista. Has increased range. It shoots powerful projectiles at a low rate of fire. Increases siege. Focus siege engines and other large enemies. Ist ein Ogre ein large enemy? Ich weiß es nicht. Ich nehme mal den Upgrade Tower auf. Wie ist der jetzt? Weiß nicht, dieser auf jeden Fall. Der verteidigte Tower. Und nicht den Ballista Tower. Da habe ich noch eine Münze. Das wird wohl nichts machen. So. Ich setze mal hier oben, 30 Mann, ein Oger, 30 Mann, ein Oger, 30 Mann, ein Oger. Erstmal alle Einheiten hier rausnehmen. So, Leute, kommt mal alle mit. Kommt mal alle ran hier auf Meter. Ich kann ja rennen. Yay! Yay! Vielleicht nicht alle auf einmal, aber zu spät. Das sind schon viele. Zack. Die sind jetzt einmal so querbeet gemischt. Ich nehme auf jeden Fall mal so die Seite und stelle die mal so. Die müssen eigentlich nur hier stehen. Ne? So, dann nehmen wir so ein paar von denen. Na, das ist zu viel. Ich kann schon ein bisschen weiter hinten stehen eigentlich. Ihr auch.
Ich habe jetzt nicht so viel Präzision in meiner Strategie. Und das Game ist auch nicht unbedingt dafür designt, dass man jetzt jede Einheit so pixelgenau hinstellen kann, wo man will. Und das ist auch eigentlich gut so. Und muss man auch nicht. Also bisher ist das Game nicht so schwer, dass ich jetzt sagen müsste, oh mein Gott, wenn die Einheit jetzt einen Pixel weiter hinten steht, dann verlieren wir auf jeden Fall. Ja, ist doch nice. Aber die Bogenschützen haben eine krasse Reichweite. Ich glaube, von denen brauchen wir mehr. Was ist mit dir so? Du hast keine krasse Reichweite, merke ich gerade. Können wir mal zurückkommen? Pass mal auf, komm mal zurück. Komm mal zurück. Komm mal so dahin. Hier eigentlich auch, ne? Hopp, das war die Schabracke. Ich hoffe, die baut noch Einheiten, wenn die Runde kaputt gemacht wurde. Ja, gut. Goodbye, Mühle. Das ist okay. Ich hab mir schon sehr viel geupgradet. Ich bräuchte jetzt auch gar nicht unbedingt so extrem viel mehr. Na doch, die Fernheit sind noch da, alles klar. Ja. Also das Einzige, wo man drunter leidet, wenn es kaputt geht, sind die Mühlen. Und die Häuser wahrscheinlich auch. So, ich kann das nochmal upgraden und habe ich auch so, ich glaube, money-technisch mich schon so sehr ausgebaut, wie geht, abgesehen jetzt von der Mühle. Und ich glaube, das lohnt sich nicht, weil die wird immer abgerissen, egal was ich mache. Wahrscheinlich. Ich kann halt den Turm nochmal upgraden. Das kostet 5, ich habe jetzt 48. 48. Kommt nur einer von hier unten. Und zwar diese Rollheimer und Bogenschützen. Die Rollheimer, da müssen wir auf jeden Fall den. Oh, ich kann auch einen Turm hinbauen. Ja. Ja. Und dann halt den. Zack. Ich kann da auch noch einen Turm hinbauen. Wenn die ganzen Gröllheimer jetzt hier langkommen, dann ballern die alle hier drauf wahrscheinlich. Wahrscheinlich kommen die erstmal hier hin und reißen das Ding wieder ab. Ist okay, von mir aus. Es sei denn, ich könnte den nochmal upgraden. Weiß nicht. Die ganzen Bogenschützen können eigentlich. Ich sagte die ganzen Bogenschützen. Die ganzen Bogenschützen. Hat der Bogenschützen? Ja, das ist ein Bogenschützen. Die können wir hier hin. So, zack. Die müssten eigentlich so hier ein bisschen weiter hinten, damit die halt losstürmen, sobald die sehen. Und ich hoffe mal, dass die Gröllheimer schneller sind und die Bogenschützen das später kommen. So, da kommen unsere Armbrustmenschen. Die könnten im Prinzip hinten dran stehen. Die könnten hier stehen und einfach über die Geschichte drüber schießen. Weil die dürfen nicht in Kampf gegen die anderen Bogenschützen kommen. Das ist aber ein Problem. So, und die normalen Ritterboys, die sind das einfach mal Kanonenfutter. Die sind straight up Kanonenfutter. Und mehr haben wir jetzt nicht. Da ist noch einer. Weißt du, du hast heute Feierabend. Du hast heute Urlaub. Du darfst hier in der Ecke einfach sitzen und warten. Das ist deine Aufgabe heute. Jetzt habe ich noch Geld über. Holy shit. Ich habe noch Money. Dann können wir den Turm nochmal upgraden. Oder den. Den. Du wirst. Auch wieder so ein Schieß-Zweimal-Turm. Zack, habe ich noch 11. Ich glaube, mit 11 mache ich in der Tat nichts. Ich kann das bauen. Warte, doch, ich kann das bauen, weil diese Runde bringt das ja Geld. Zack. 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 War das gut investiertes Geld? Ich weiß es nicht. Wir werden es gleich sehen.
Und die Geröllheimer, die kommen nicht sehr weit unbedingt. Oh, die Bogenschützen von denen, ey, die eskalieren total. Ich mag, wie die Armbrustmenschen einfach doch rausgerannt sind. Na gut. Ja, okay. Könnte man die Bogenschützen Leute anschießen? Genau. War jetzt irgendwie zu einfach. Jana, schönen guten Abend. Hello. So, ich war gerade so auf das Game fokussiert. Dass ich Chat gerade voll ignoriert habe. Hi, hello. Wie geht's? Schön, dass du reinschaust. Wie kommen jetzt. Kommt jetzt diese Runde nur 5 von hier? Hä? Das kann nicht stimmen. Man kann den Cursor nicht aus dem Game rausnehmen. Ich stehe jetzt unten in die Ecke. Da ist er gut aufgehoben. Aber ich kann den Cursor doch aus dem Game rausnehmen, oder? Doch, kann ich. Nevermind. Ist das eine Trollrunde oder ist es einfach nur eine Runde, weil wir gleich durch sind, kommt noch mal so eine Verschnaufpause? Das sind ja einfach nur, ja, ist die vorletzte Runde. Von daher kommen jetzt nur so ein paar Kleinscheißviecher. Ich habe jetzt 72 Money. Wir können das Ding schon mal upgraden. Noch mehr Bogenschützen. Fuck yeah. So. Ich könnte mal. Was kostet es? 6 jeweils. Das upgraden. Das upgraden. Ich könnte das nochmal aufs nächste Level bringen für noch mehr Speerträger. Warum nicht? Zack. So. Was kann ich mit 28 noch machen? Ich könnte noch einen Turm upgraden. Und ich lasse mir nächste Runde kommen von allen Seiten. Dann kann ich auch gerade mal das machen. Und ich kann nur noch Türme upgraden und Gebäude upgraden. Ne? Wenn ich das recht sehe. Türme upgraden. Ich könnte das Darling mal upgraden für 16 genau. Vielleicht auch nicht doof. Oder mehr normale Ritter. Sure. Weißt du was? Warum nicht? So, die Runde ist jetzt eh. Also, das ist doch irgendwie ein Troll, das da, oder? Da kommen jetzt nicht nur 5 von denen. Doch, kommen sie. Das war wirklich eine. Hey. Get ready. Jetzt geht's rund. Okay, alles klar. Jetzt kommen sie halt aus allen Ecken mit allen Sachen. Ach du Scheiße. Good. Braucht auf jeden Fall Armbrustmenschen haben wir schon. Oder Armbrustmenschen und Bogenschützen haben wir jeweils schon voll, ne? Nee, wir können nochmal hier. So, zack. Jetzt haben wir das Maximum an Armbrustmenschen erreicht. Das haben wir auf Maximum, das haben wir auf Maximum. Ich kann nur noch Türme upgraden. Und halt theoretisch da oben die Mühle, was nichts bringt. Dann würde ich, weil hier kommen jetzt Ballistas. Von da kommt Ballista, von da kommt Ballista. 9 Stück. Okay. Wir müssen die beide, glaube ich, upgraden, damit die Fokus auf Ballisten setzen. Oder wie heißt es hier? Siege Engines. Genau. Da jetzt hier. Das sind jeweils Fliegeviecher, ne? Die da. Wasps, genau. Das heißt. Sie können mal die Bogenschützen nehmen hier. Bogenschützen? Von mir aus. Und stellen die mal. Einfach mal so dahin.
Da kommen jetzt nämlich die beiden Speermenschen, kommen eher noch so dahin. Da kommen echt nur 5. Was auch immer. Eigentlich brauche ich, glaube ich, gegen diese 5, doch schon jetzt 3 Bogenschützen hin. Ihr macht das, ihr regelt das. So, alles andere kommt jetzt mit. Das andere kommt mit. Und zwar dahin. So, ihr kommt auch so eher dahin. So, die ganzen Bogenschützen hier stelle ich auch mal jetzt einfach hier in die Verteidigungsanlage rein. Pass mal auf, weil die ganzen Speerträger hier kommen noch dahin. Aber ganz, ganz vorne hin kommen erstmal die Ritter. So, ihr kommt auch zu dahin. Von mir aus. So, und die. Das sind noch Bogenschützen ist da, oder? Ich glaube. Ihr kommt mal so dahin. Ich habe keine Ahnung, ob das Sinn macht, weil ich gerade baue, aber es ist jetzt meine Strategie und ich würde mir wünschen, wenn das respektiert wird, dass meine höhere Kampfstrategie, die hier angewendet wird, respektiert wird, okay? Ich habe immerhin die ersten, weiß nicht, 20% von The Art of War gelesen. Und auf eine sehr seltsame Art und Weise Lebensweisheiten von irgendeinem Kriegsfürst dargeboten werden. Und irgendwie ist es interessant, weil das Buch auch schon so, weiß nicht, 400 Jahre alt ist. Nicht ganz, aber es ist sehr alt. Photos Tower, nochmal hier oder? Ne, eher den hier. Oder den hier. So, auf den hier noch auf Fortress Tower. Gut, gucken, wie das läuft. Wird schon, oder? Wird schon. Oh, wie die Ballisten auf die Schnauze kriegen. Ey, ist ja wild. Wir kommen nach und nach. Ah, die kommen in Wellen. Die kommen in Waves. Wie Trivium sagen würde. Was sind die Bogenschützen aber weggelaufen von hier irgendwie? Was ist mit. Was, warum seid ihr nicht mehr da? Hallo? Oh, da oben geht's rund. Oh. Hier geht's auch rund. Alter Vater. Ja. Ja, das ist da. Chef, können wir da dich mal bitte? Hey, Robi. Aber? Like, wenn es das war, dann sehe ich da noch Chancen, ehrlich gesagt. Da kommt viel. Da kommt viel. Können die mal bitte? Ja, bitte weggehen. Dankeschön. Einer. Sieht nicht gut aus. Doch, doch. Pass auf. Pass auf, pass auf. Alles im Griff. Alles im Griff. Siehst du? Siehst du? Siehst du? Das wird's. Bam. Victory! Trotz Semi-Hard-Mode. Yeah. Yeah. No restarts. Yeah. New record. Perf point. You can bring one perk into each game. Also plus one perk. Oh. Ring of Resurrection. The first time you die each night, you are revived immediately. And all of your dead units are revived with you. Oh. Level 11. Burning Oil. You unlock a new upgrade path for your defensive towers. Burning Oil deals splash damage to enemy units nearby. Ich bin jetzt Level 99 geworden mit einem Sieg. Commander Mode. If your units and buildings deal
Oh, all your units and buildings deal plus 40% more damage to enemies, but your own damage is minus 60%. Also minus 60% weniger effektiv ist doch eigentlich gut. So, dann wieder positiv. Oder? Minus 60% weniger. Ja, okay. On Level 12. Ja, let's go. Magic Armor. This Castle Center Magic Armor gives you a massive amount of health points and enemies take damage when attacking you. Level 13. Architect's Council. The build option for the next Castle Center upgrade is already unlocked. This means you have more building options to choose from early in the game. Es hört gar nicht mehr auf, doch jetzt auf. Back to map. Hm. 4 von 6 Missionen erfüllt. Machen wir mal Level 3. Ob er es kriegt. Kriegt Robi seine Flöte. Moment. Warte mal. Der Dudelsack ist zu schnell für mich. Ach, da komme ich nicht mit. Kann ich 2 Perks auswählen? Wie geil ist denn das? Ich mache mal den Mutator aus für die erste Runde. Ich habe meinen aktiven Skill noch nicht einmal genutzt in der letzten Runde, merke ich gerade. Ich hatte einen aktiven Skill zum Angreifen. Gut, gut zu wissen. Was den zweiten Perk nehmen wir? Türme dealen mehr Damage, ich habe mehr HP. Mein Castle Center hat mehr HP. Ich resurrecte mich. Alle meine Einheiten machen 40% mehr Schaden. Aber ich mache weniger Schaden. Oder the building options from the next Castle Center upgrade are already unlocked. Meine Gebäude und Einheiten. Ist halt am Anfang dann schwer wahrscheinlich. Weil zu Beginn verlässt man sich doch sehr viel auf den eigenen Schaden. Aber langfristig muss es halt sehr gut sein. Ich mach das mal. Und dann mehr Geld. Gut. Und wir kriegen schon die ersten beiden Quests, wenn wir es nicht mit dem Speer machen. Okay. Oh, Wüste. Tja, Wüst hier. Oh, wir haben so ein bisschen Tower Defense. Guck mal, die kommen hier so hochgelaufen, so zickzackig. Ich hasse das Level. So schlimm. Oh, wir können da hoch dann mit dem Ding. Wahrscheinlich. Oh, müssen es da hinbauen wahrscheinlich. Turm. Hm. Es kommen nur von da unten welche. Ist das auch ein Turm? Nee, das ist. Wobei, ich könnte auch gerade mal so da was hinbauen, falls sie doch durchkommen. Und dann. Ich baue mal Flay, Leute. Warum nicht? Da war noch ein Turm hin. Und schon mal präventiv. Soundturm. Nee, das ist kein Turm. Aber wir müssen mal Häuser bauen, vielleicht. Warte mal. Ich brauche ja auch Geld. Okay. Oh, das ist ein Reiter.
flail. Let's flail, everyone. Ging noch einigermaßen für Runde 1. So, jetzt kommen welche von... Oh, von da kommen... Das ist auch eine Option. Oh, oh, oh. Oh, da gibt es viele Eingänge. Ach, du Schande. Okay, 18 Leute von da. Erstmal ein Turm nochmal. Ich habe jetzt... Oh, nicht viel Geld. Ich müsste mal... Oh, oh, ich merke schon. Oh. Oh, ich habe nicht viel Geld. Okay. Kommt immer mit, Leute. Ich glaube, ich habe das schon zum Beginn ein bisschen falsch gebaut. Aber okay. Bringen wir hin. Hör ich mal dahin. Bringen wir schon hin irgendwie. Nee, 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 warte. Ach, okay, von mir aus. Oh, das sind viele. Die kriegen gar keinen Schaden von mir. Ach du Scheiße. Nee, komm. Ach du Schande. Ja, es sah geht nicht gut aus. Warte mal. Chef, könnt ihr mal? Können wir das... Oh. Könnt ihr mal... Ja, okay. I fucked up, I think. Yeah, neuer Rekord. Nochmal. Ich mach mal nicht Commander Mode. Ich nehme mal. Bessere Türme. Also bessere Türme und mehr Geld. Yes. Yes. Okay. Wir merken uns Geld. Geld ist wichtig. Gut, jetzt kommen von da unten halt die. Aber ich glaub nur die Baracke hier hat schon echt viel gebracht. Das war schon ganz gut. Dann machen wir den Turm ja trotzdem noch. So. Ne? Weiß nicht, was das da ist. Also Goldmine, da steht's doch. Ich könnte verlesen, was das da ist. Goldmines initially generate a high income that decreases over time. Minus one a day. Movement bonus, teleport to another goldmine. Oh. Oh, wir können Goldminen bauen. Der, oh, so sollte man zu Beginn vielleicht. Oh, warte, okay, warte, kann man nochmal neu starten? Restart, yes. Retry day. Ich glaube, da macht das Sinn, wenn man das Starting zuerst baut. Yes. Macht vielleicht mehr Sinn. Und dann... Achso, dann kann ich aber nicht mehr 4 und 3 sind... Ah doch, es geht. So. Und so. So. So, ne? Und jetzt kriege ich da jeden Tag Money und alles ist gut. Vielleicht. Aber wir reißen mal eine Goldmine ab. Können wir mal aufhören, bitte? Gut. Nee, können sie nicht. Aha, ich sehe schon. Warte. Ich weiß langsam, was du meinst, Robi, glaube ich. Trotzdem, pass auf, so. Strategie. Und jetzt bauen wir hier. Vielleicht nehme ich doch die Spearman mal. Und setze einfach mal dahin. So, ihr blockt jetzt hier. Zack. Würde ich niemals belügen. Nee, das habe ich nicht behauptet. Das habe ich nicht gesagt. Aber ich hat ein bisschen gedauert, bis ich die Wahrheit, die tiefsinnige Wahrheit
in deiner Aussage verstanden habe. Okay. Ja, guck mal, ja. Also ich würde lügen, ich bin absolut schamlos. Vielleicht war das auch schon eine Lüge. Wer weiß? Wer weiß? Ja. Antwort auf die Frage, ja. Okay. Was haben wir jetzt hiermit? Also vielleicht können wir die Geröllheimer einfach hier mit den Speerleuten mal so blockieren. Dann wäre es vielleicht nicht doof, wenn wir hier... Kann ich noch eine Goldmine bauen? Ja, ne? 5, habe ich noch 4 über. Das ist dangerous, aber das ist the plan now. Schätze ich mal. Well, let's try. Oh, der Bogen rasiert. Also der ist auch gelevelt, der Bogen. Ne? Der ist extra dafür da. Extrem viel Schaden zu machen. Ja, es sah jetzt schlecht. Aber die Speerheinis, die kommen nach. Oh, easy. Easy. Kommen die auch zu mir geflogen, die da? Ja, kommen sie auch. Nice. Jetzt haben wir Geld. So, es kommen von da oben welche und von da unten welche. Erstmal nochmal Geld investieren für mehr Geld. Da oben die Goldmine. Das ist auch eine Goldmine wahrscheinlich, ist da, ne? Yes. Häuser hier oben würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt bauen. Kann ich da runterfallen? Ne, kann ich nicht. Die da gibt jetzt noch... Oh, ich kann ja das machen. Ah, stimmt. Das wusste ich eigentlich. Vielleicht schon mal Next Level Castle Center. Warum nicht? Hell yeah. Und dann... every evening a level 1 house is automatically upgraded to a level 2 house if available. Weißt du was? Sure, warum nicht? Warum nicht? Ja, Robi, habe ich jetzt auch nochmal geschnallt. Ja, die da sind ganz gut gegen die Viecher. So. Von da, wo kommen die denn her? Die kommen von da oben. Das sind Bogenschützenden. Und Schwertmenschies. So, Türme sind gut gegen Bogenschützen, haben wir gelernt. Ja, so irgendwie, ne? Nur eine über, das passt. So, ihr kommt nochmal. Ihr müsst halt dahin, um die... Goldmine zu verteidigen. Und da oben, das wird schon. Sage ich mal. Ich habe ja auch so einen Nahkampfangriff, der instant kills, ne? Glaube ich, ne? So, also im Griff. Komm mit zurück jetzt hier oben. Gucken, was da so abgeht. Easy, ey. Guck mal. Now, you can never kill me. I am the king. Easy game, easy life. Money. Es kommt von da oben welche. Da kommen immer Bogenschützen und Menschies. Das kriegen wir hin. So, es kommt von hier oben was Neues.
Das ist schon wieder gefährlich. So. 24. Ich habe 24 Geld. Das ist viel Geld. Kann ich da... Da kann ich das hinbauen. Das wird sehr effektiv sein wahrscheinlich. So, und könnte ich auch noch einen Turm hinbauen? Ah, da kommen auch Fliege. Das sind Wasps, ne? Wasps sind schon... Da bin ich mal gerade so frech und baue einen Level 2 Turm hin. So, und das restliche Geld würde ich einfach mal in... das restliche Geld würde ich in mehr Geld investieren, okay? Nee, nee. Oh, jetzt, ich glaube, noch eine Goldmine ist absolut keine Option gerade. Oder? Ja, ich kann halt da... Gut, ich könnte da eine Mine hinbauen. Mine, genau, das ist das Wort. Eine Mühle. Mine, Mühle, quasi das Gleiche. Die zwar vielleicht dann drauf geht, aber zumindest in der Runde, in der von hier unten nichts kommt, bin ich ja safe. Macht es denn Roblox Uf-Sound, wenn man was baut? Ganz leise. Oh mein Gott. Seitdem ich H-Bomber Guys Video über diesen Sound gehört habe, ist der ohnehin in mein Gehirn eingebrannt. Pass mal auf, ich stelle die jetzt hier hin. Und helft da oben mit. Ich wasn't even on Crips. Ja, schön, dass du das Video kennst. Ach, das ist... Ja. Und das Gras ist ja, ich war ja schon zweimal auf Videogames live. Ich war mit dem Mann schon einige Male im gleichen Raum. Wie heißt er nochmal? Bin schlecht mit Namen. Tommy Tallarico, richtig. By the way, für die nicht eingeweiht sind, es gibt ein sehr interessantes Video von H-Bomber Guy über die Entstehung eines relativ ikonischen Videospiel-Sounds, welches aktuell auch in Roblox benutzt wird. Und Tommy Tallarico ist in der Tat eigentlich, also für die älteren Gamer unter uns, vielleicht sogar ein Name. Der hat ein relativ erfolgreiches Studio gebaut, das Videospiel Sound Engineering gemacht hat. Und seitdem reitet er eine ziemliche Erfolgswelle. Ist aber einfach der krasseste, wie sagt man auf Deutsch, ein oh, hier hat es aber, hier ist gescheppert, ey. Er ist so ein Zwangslügner. Hochstapler ist auch ein gutes Wort, ja. So, der, egal was er sagt, es stimmt alles einfach immer nicht. Und eine Zeit lang hat der halt, also von sich behauptet, dass er den Sound halt gemacht hat, dieses Uf, also nicht gemacht, sondern halt engineered. Ne, er hat den Sound aufgenommen und dann zur Hölle kommt da unten jetzt. Exploder. Sagt man im Deutschen auch pathologischer Lügner? Okay, ja, das. Exploder. All monsters that roll... Exploders are monsters that roll straight for the closest building and explode when they die. They are slightly armored against attacks from the player character. Das, den du hast, sehr gut. Nice, die kommen jetzt nur von da unten, okay. Dann einfach Verteidigungswelle bauen und dann
die halt dagegen laufen lassen und auf das Beste hoffen. Ist das so meine Strategie? Es kommen nur von da welche, ja. Uff. Das höre ich jedes Mal, verdammt. Zur Hölle ist es da. Barricades, damage fast enemies and slow them down. Kostet halt 4, ne? 4 Money ist ein bisschen Money. Das, Weisheit mit Onkel Winter. Uff. Excuse me. Ich hätte mein Dings nochmal upgraden können. Naja, gut. Bauen wir erstmal mehr Häuser. Was sollten mit unserem. Dankeschön. Mit unserem Gebäude. Nee, das ist. Nee, das will nicht. Das ist schon geupgradet, soweit wie es geht aktuell. Da haben wir noch einen Turm. Ich kann ja erst da drücken. Ich kann ja einen Knopf drücken und sehen, was ich noch bauen kann. Ich könnte da noch ein. Ne? Oh, ich könnte hier ziemlich viel. Ich gehe jetzt einfach voll auf Money, ey. Fuck it. So, zack. Scusi. Verzeiht meine Schniffigkeit heute Abend, aber so 100% gesund bin ich dann doch wieder nicht. Aber wenn die schnell sind, dann sind meine Speerträger eh gut gegen die. Was, die tanzen um mich rum gerade ein bisschen und ich finde es gerade sehr geil. Ich höre gerade im Hintergrund in meinem Ohr, von meinem geistigen Ohr höre ich gerade Spirit of the Hawk. I wanna hear, wanna hear, wanna. The Spirit of the Hawk. Okay, ich auf. Bleibt da stehen? Ja, okay. Let's go, I guess. Ja, guck mal, wie die. Oho, die sind instant tot. Ach du Scheiße. Autsch. Oh, macht das Schaden. Leck mich fett. Holla the Wood Fairy. Ja, es ist meine Goldmine war. Dann war es das jetzt. Okay, sehr gut. Okay, goodbye. Ja, okay, schön. Good. Ja, okay, hat halt jetzt mein Money. So, von da oben kommen welche, das ist schlecht. Das heißt, die Dinger sind wahrscheinlich gleich RIP. Hier kommen jetzt Wasps. Vielleicht sollte ich mein Hauptgebäude nochmal upgraden. Weil je früher, desto besser. Zack. Command them. Units move faster. Units attack while you command them. 30% attack damage for your character oder 75% more attack damage for my character. Ich command die ja eigentlich nie, ne? Ich stelle die irgendwo hin und hoffe aufs Beste. Das ist so meine Strategie bisher immer. Also, kann ich denn vielleicht jetzt das nochmal upgraden für 15? Wobei, der müsste die 12 eigentlich schaffen, oder? Kann ich nicht noch so ein Bogenschützengebäude bauen irgendwo? Hier. Das kostet auch nur 4, ne? Pass mal auf. Bogenschützen. Mehr. Macht vielleicht echt Sinn, in dem Level mehr Bogenschützenzeug zu bauen. So, zack. Wird schon, das wird schon. Die 12 da oben, die sterben. So.
Kriegen wir vielleicht das hier doch verteidigt? Nehme ich einfach jetzt hier. Zack. Zack. Das doch reicht. Ich sag, das da reicht. Und dann kommen die hier hin. Und Rest wird investiert in ja. In ja. Zack. Das wird. So wird das. Das wird funktionieren. Pass auf. Oh, will ich zerstört werden, ey. Oh. Welp. Das ist okay. Guck mal, die Wand, die regelt das. Da, easy. Oh. Vielleicht nicht easy. Vielleicht auch nicht easy unbedingt, aber... Ne? Aber habt ihr noch genügend HP, als dass ich das zu tanken kann, quasi, ne? Ja, und weg. Okay, HP wird regeneriert. Turm ist down, shit. Kriegen wir hin. Ja, doch. Guck mal. Ich hoffe, es gibt keine Bonus oder kein Punktabzug, wenn ich halt einmal sterbe pro Nacht. Aber guck mal, das hat voll funktioniert, ey. Money! So, jetzt kommt... Oh, von da unten kommen noch 12 von den... Ich brauche mal noch mehr von den Boys. Weil die sind echt gut. Zack. So. Er kommt jetzt dahin. Pass mal auf. Doch, passt. Tanz um mich rum, los. The Spirit of the Hulk. So, das kommt von hier halten. Oh Gott, von unten. Was kann ich gegen diese drei Geröllheimer hier tun? Einfach nur drei Gebäude bauen, wo die reinrollen und dann kaputt gehen. Weil das da wird nicht reichen, Fragezeichen. So, ich komme jetzt. Ich komme hier auch schon Oger, leck mich doch am Arm. Okay, jetzt brauche ich noch mehr Einheiten auf jeden Fall. Und mehr Häuser. Ich muss dran denken, jeden Abend oder jeden Tag mindestens ein Haus zu bauen, weil die ja quasi geupgradet werden für Umme über Nacht. So, die Bogenschützen. Die sollten auf jeden Fall... Oh, die können wir auch hier hinstellen. Pass mal auf, die Bogenschützen schießen auch auf den Geröllheimer. Dann wird das. Die tanzen alle um mich rum immer, sehe ich gerade. Und ja, hier müssen wir mal gucken. Kann ich noch irgendwo noch eine Schabracke bauen? Hier. Ja, und... High Damage, der Armored against Ranged Attacks, Bonus Damage against Ranged. Oh, die sind gut gegen Range-Einheiten. Ich hatte mir gemerkt, dass die Armbrustmenschen scheiße gegen Range-Einheiten sind. Nevermind. Nicht so gut gegen fliegende Einheiten. Machen aber halt massiven Schaden, steht da. Und die sind. Great Damage, aber quite fragile. Ja, machen wir ein paar Armbrustmenschen. So, jetzt habe ich noch 15 Geld über. Ich glaube, meine ganzen Goldminen sind schon an sich so. Ja, die haben es hinter sich. Ich könnte da noch...
Könnte ich. Bringt mir, glaube ich, nichts. Da noch so ein Gerät. Also ich kann ja immer gucken, was ich bauen kann. Mehr Geld. So, hier. Da könnten wir auch noch 3 für 1 oder 6 und dann kriege ich 8 Münzen mehr pro Nacht. Hier halt 1 für 1. Nee. Uff. Also. Ja. Sollte auf jeden Fall dazu führen, dass ich jede Menge Kohle kriege. Das da müsste vielleicht funktionieren. Gucken wir dann. Und das da, ja, das wird, pass auf. Das Schlimmste sind die. Sind die Rollheimer von. Ah, never mind, die sind ja easy. Guck mal. Die haben keine Chance. Gut, sind nur ein paar. Von daher geht das. Zack. Ja, passt doch. Passt doch. Passt doch. Guck mal. Wie viel Money kriegen wir jetzt? Ach du Schande. Ach du Schande. Ich habe knapp 60 Tacken. Das kommt. Oh, von da unten kommen jetzt noch so Geröllheimer. Oh, von da oben und von rechts. Ach du Scheiße. Okay. Also hier unten habe ich echt noch ein gutes Gefühl bei der Sache. Kram den ganzen Bogenschützen hier. Also die Armbrustschützen würde ich mal so da hinstellen. Die Bogenschützen würde ich mal so da hinstellen. Hier hin. Aber da kommt auch ein Ogre und 12 von den normalen Einheiten. Das ist schon heftig, ey. Auf jeden Fall hier. Die mal dahin. Und die mal noch mit hier vorne als Kanonenfutter hingestellt. So. Können auf jeden Fall nochmal jetzt das Ding upgraden. Dann haben wir aber auch Money-Technik wahrscheinlich erstmal genug getan. So. Das macht Sinn wahrscheinlich einfach. Und das auch. Zack. Excusez-moi. Immer noch sehr schnüffelig. Ich hoffe mal, die kommen da oben nicht durch. Nur bei der. Wir haben da eigentlich kaum Einheiten. Die kommen da wahrscheinlich durch. Ich könnte mehr Menschen. Kann ich noch mehr Einheiten im Gebäude bauen? Ich kann da noch eins hinbauen. Das ist dann für vielleicht jetzt mal Flehlmenschen bauen. Flehlmenschen und dann kommen die auch da oben hin. Ich kann mir ja rausstellen, theoretisch. So. Ach komm. Die 3 Münzen sind gut investiert, glaube ich. Okay, bevor ich überlege, ob ich noch Geld spare, weil da ist mein Gedankengang gerade. Ich habe jetzt 29. Kann ich noch Geld überhaupt investieren in mehr Geldgebäude? Kann ich ein Haus bauen? Ja, hier theoretisch. Die lasse ich mal auf Level 1 erstmal. Kann ich da bauen? Nur so eine Verteidigungs-, so eine Panzerkette quasi. Nicht Panzerkette, wie nennt man diese Dreiecke, die man, diese Metalldreiecke, die man aufstellt? Panzerkette ist, was ein Panzer zum Fahren benutzt. Panzersperre? Irgendwie so nennt man die, glaube ich. So. Da geht noch ein Haus hin. Okay, lass mal sehen. Ich glaube, hier unten bin ich safe. Da kommen aber 2 Ogre. Kommen überall 2 Ogre?
Oh, sogar drei oben rechts. Oder kommen überall zwei und da oben rechts kommen drei. Sieht er gerade gar nicht. Da oben rechts. Komm. Komm, komm, zwei, drei Stück. Der Glückskeks von Sion. Habe ich noch frische? Ich hatte kürzlich noch zwei frische irgendwo hingelegt. Also sind alle verhältnismäßig frisch. Nur halt einen ganz frischen. Das könnte hier sein. Ich gucke mal, ob das ein Mindesthaltbarkeitsdatum ist. Ist eins drauf? Menno. Steht ganz drauf. Oh, der riecht sehr frisch. Einwandfrei. Aber die Sorte ist komisch. Ne? Ich bekomme die immer von meinem Imbiss-Asiaten meines Vertrauens. Kriege ich sie in die Hand gedrückt, logischerweise. Und die hier Sorte ist komisch. Oh. Die Sorte hier. Nee, kann man echt nicht lesen. Ist doch da so ein bisschen. Genlei. Glückskeks. Weil die sind einfach schon so von vornherein, sind die schon halb offen. Wenn du machst die auf und das ist immer schon so ein riesen. Du kannst quasi reingucken. Die müssen fest verschlossen sein, wie Muscheln. Ob die noch genießbar sind. Ja. Der ist nicht mehr genießbar. Der war schon sehr zäh. Okay. Verzeihung, dann ist mal Glückskeks ohne Geknuspere von meiner Seite. Aber du kriegst die Glückskeks-Nachricht, nichtsdestotrotz. Und zwar lautet die: You will find help in a very difficult situation. Sie werden in einer sehr schwierigen Situation wird man ihnen beistehen. In einer sehr schwierigen Situation wird man ihnen beistehen. Das ist eine Glückskeksnachricht. Das ist eine gute. Wir hatten schon welche, die einfach nur dumm waren. Wirklich dumm. Wir hatten Pechkeks. Wir hatten auch schon Pechkekse. Die werden auch sehr schnell zäh und alt. Habe ich dann festgestellt. Vor allem, die haben halt nicht irgendwie 20.000 Flöten gekostet, sondern noch viel mehr. Ich hoffe, das mangelnde ins Mikrofon geknuspere war jetzt nicht irgendwie enttäuschend für dich, Sion. Ich weiß nicht, wie viel das an dieser Glückskeks-Erfahrung was mit ausmacht. Ob es mehr um die Nachricht geht oder mehr um das Geknuspere. Das ist Geschmackssache, glaube ich, einfach. Ich könnte die beide noch upgraden, ne? Uff. Nimm die jetzt mit und stell die jetzt beide noch da. Also hier ist ja. Fuck it. Gucken, was das wird. Let's go. Hier unten, ist okay. Das kriegen wir hin. So, da könnt's. Obwohl. Weiß nicht ganz, wo es schwierig wird. Oh, der Geröllhammer kommt da oben schon und reißt als einfach, ja, der reißt den Turm ins hinweg. Alles okay. Nö, das kriegen wir hin, das da. Okay. Da unten sieht's eigentlich auch ganz okay aus. Das ist da oben. Ja gut, die dicken Verteidigungswände, die regeln. Okay. Gar kein Ding. Gar kein Problem. Ah, jetzt habe ich schon 71 Geld pro Tag quasi.
Jetzt noch ein bisschen mehr. Ich glaube, an mehr Geld kommen wir gar nicht ran. Doch, ich kann das Haus noch bauen. Ich könnte welche upgraden, theoretisch. Oh, ich kann das noch upgraden. Bop. Es kommen ganz viele von den Reitern. Da macht es vielleicht auch Sinn, jetzt mal die Dinge aufzubauen, weil die sind nur zum Verlangsamen der Einheiten. Und wenn ich jetzt den nochmal upgrade, dann könnten die vielleicht schon da runterschießen, während die da langsam sind. Das ist eine Strategie, glaube ich. So, das noch ein Turm. Ich glaube, jetzt bin ich wirklich an dem Punkt, dass ich sagen kann, ich habe alles gebaut an Geldquellen, das, was ich bauen kann. Ja. Das heißt, wir können jetzt einfach straight in die Verteidigung Geld investieren. Und gegen die Leute sind halt zumindest die Speermenschen echt gut. Flailmenschen weiß ich gerade gar nicht. Kann das nochmal upgraden. Zack. So, könnten halt noch Häuser upgraden. Aber ich glaube, das spare ich mir echt. Von hier kommt nichts. So. Die hier brauchen wir alle da unten nicht. Doch, die brauchen wir auch. Stimmt, da kommen auch ja welche von hier unten. 35 Stück. Ich glaube nicht, dass die beiden Türme das geregelt kriegen. Habe ich sowohl Flail-Menschen als auch Bogenschützen hier. Deswegen würde ich ihn einfach da hinstellen und hoffen, dass die Flail-Menschen runterrennen und die Bogenschützen stehen bleiben. Und das kommt auch noch dazu. So. Dann wären wir da safe. Wir nehmen jetzt mal noch die. Stellen die hier dazu. Wieder. Zack. Und upgraden die noch. Zack. Und dann sollte es vielleicht auch schon reichen. Und euch nehmen wir jetzt alle mit und stellen die mal so mir hier hin. Weil es jetzt nur Bogenschützen sind, das da, ne? Dann sollten auf jeden Fall, oh ja, ja, erstmal das. Weil ich schätze mal nicht, dass die Reiter so unglaublich gut da drin sind, Türme abzureißen. Wände abzureißen. Ob das jetzt so die beste strategische Investition meines Geldes war, weiß ich nicht, aber hey, it's too late now. Zack. Jo, aber ich bin ganz gut jetzt dabei, so was meine Entwicklung anbelangt. Wir sind aber auch schon in Runde 9 von 11. Okay, 12. Ich glaube, da sind wir safe. Da sehe ich noch am ehesten die Probleme, glaube ich. Da unten sind wir safe, so. Oh, das wollte ich gar nicht. Ich wollte die Nacht eigentlich starten, so. Ja, wobei. Kann die Buddy blocken. Was da unten? Da unten sieht auch safe aus, ja. Guck mal, was ist da oben? Wie sieht's da so aus? Locker. Naja, locker ist ein starkes Wort, aber ne? Sieht ganz gut aus. Kommen halt echt viele, ne? Kein Problem. Gar kein Problem. So. Jetzt haben wir 85. 85 Knete. Von da oben kommen jede Menge Fliegerheimer.
von da. Das heißt, wir könnten den Turm vielleicht mal upgraden, damit der Hot Oil while shooting regular arrows this tower also pours boiling oil onto nearby enemies. Jetzt nicht so geil gegen gegen Flugeinheiten wahrscheinlich. Fortress Tower. Wir nehmen den mal hierfür, weil der schießt ja zwei Feinde auf einmal ein. So, wir können ein paar Bogenschützen. Ja, auch schon die ganzen Bogenschützen nochmal dazu. Warte mal, das ist mein Bogenschützengebäude. Das ist Armbrust. Das ist. Das ist. Bogenschützen. Zack. Die kommen jetzt alle mal da oben hin, die Bogenschützen. Ups. Komm mal, ist vielleicht ein bisschen Overkill. Aber who cares? Kommen jetzt alle hier hin. Zack. So. Alles andere, was ich hab, kommt hier hin. Weil hier geht's jetzt rund. Oder kommen welche von da und von da? Zwei Baumus, oh, da müssen wir upgraden. Da kommen noch Ballistas. Das heißt, könnten vielleicht sogar den Turm gerade schon mal auf das Anti-Ballista-Ding umbauen. Da haben wir das auch schon mal hinter uns. Und dann kommen die einfach mal alle, pass auf, kommt mal alle so. So. Dahin. Das wird schon. So. Jetzt habe ich noch 34. Das können zwei Türme auf Max-Level nochmal bringen. Am besten ja die hier, ne? Zack. Den hier. Ah, Lance, hello. Setz dich mit einem Glas Met in den Chat. Er hat wirklich eins in der Hand. What? Ich bin ein bisschen neidisch. Ich hatte seit Ewigkeiten keinen Met mehr. Was denn für welchen, Lance? Hatten wir uns nicht kürzlich noch darüber unterhalten, dass du mal Met probiert hast und du fandst einen Kack und dann habe ich gesagt, hol mal die und die Sorte, oder? Warst du das? Mit irgendwem habe ich drüber geredet. Fuck it, Hot Oil. Das ist jetzt der heiße Öltower. Macht es Sinn bei dem? Ich weiß es nicht. Wir testen's. Let's go. Oh, die Bogenschützen müssen eigentlich, warte mal, die Bogenschützen müssen so ein paar hier stehen bleiben. Oh, oh, die ha. Oh. Ah. Was ist mit den. Oh, das sind gar keine. Oh, das waren. Oh, das sind die Viecher. Das waren gar keine Wasp-Wesps, die da oben gekommen sind. Ist aber auch okay. Auch, auch alles im Griff. Ja. Ja. Es kann gut möglich sein. Ich gestehe aber auch, dass ich. In erwärmt habe. Ich weiß nicht, ob das gut ankommt. Bei mir, doch klar. Oh, Glühmet ist Liebe. Hast du speziellen Glühmet? Weil du kriegst auch schon mal so gewürzten Met, der halt extra dazu gemacht ist. Der schmeckt dann heiß noch besser. Ich glaube, so normalen Met heiß gemacht habe ich noch nicht selber. Umkommen 14 Oger? Willst du mich verarschen? okay. Das sind viele Oger. Und du präsentierst uns heute eine Art Mini-Hades? Wieso Hades? Kannst du den einzelnen Einheiten, die Bogenschützen, auch befehlen, auf ihrer Position stehen zu bleiben? Oh, kann ich. Das, könnte praktisch sein, ja. Ah, ist die fragwürdig, wie reich, wie groß die Reichweite von diesem Öl ist. Ich mach das mal. So, und da machen wir einfach jetzt mal Ballista vielleicht. Nee. Auch Oil.
Fuck it, sure. Öltürme, ich hoffe, die sind gut. Ja, einen normalen hin. Da auch. Uff. Okay. Testen wir das mal. Das sind Bogenschützen, das hier, ne? Wir nehmen euch mal alle so mit. So, und dann sollten die auch alle wirklich so da stehen bleiben. Ah. Ja, ist gut zu wissen. So, dann kommen die ganzen Geröllheimer, kommen von hier unten an. So, aber mehr kommt auch nicht, ne? Gut, die 14 Oger von da oben, die machen ein bisschen Schiss, machen die mir. Die 35 Rollheimer, die weniger, sag ich mal. Die können machen, was sie wollen. So, jetzt habe ich noch 38 Geld. Ich würde ganz gern sure mehr Flail-Menschen und mehr Armbrust-Menschen, weil warum nicht? Warum nicht? So, und die kommen jetzt nochmal. Das da passt. Das passt. 35 Stück schon viel, ey. fuck it. Lass mal sehen. 14 Ogre. Da wird wild die Runde, ey. Aber die Türme hauen halt gut rein gegen die, ne? Ja, das wird. Ich brauch die nicht. Ihr kommt mit hier hoch. Oh, guck dir diese Welle an Ogern an, ey. Ich raste aus. Geht aber eigentlich auch noch. Okay, Öl. 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 Oh, es ist wirklich nur im direkten Umkreis. Okay, gut zu wissen. Dann war das, der Öltower da oben war vielleicht ein bisschen schlecht. Aber ich kann es auch nicht wieder rückgängig machen, ne? Der ist jetzt so, der Turm. Der ist jetzt so, der bleibt jetzt auch so. Na gut. Ich lege gerade mit 121 Ogern. Angeber. Ist schon ziemlich cool, ey. Menno, lass mich wegen meinen 12 Ogern aufregen. Okay, bitte. Danke. Da geht noch so eine Verteidigungslinie. Es kommt ja von allen Seiten wieder was, ne? Ist das letzte Runde? Das war letzte Runde. Okay. Ich kann da noch so ein Ding hinbauen, weil warum nicht? Baue jetzt alles, was geht. Da geht auch nochmal ein Upgrade. Zack. Du auch mal auf die nächste Stufe. Oh, das auf jeden Fall. Das da wird fallen alles, garantiert, ey. Komm mal, 10 Rollheimer jetzt da oben raus. Ey, das ist auch wild. 10 Rollheimer. Das sind viele Rollheimer. So, meine ganzen Gebäude. Meine Einheitengebäude sind auf Max. Meine Häuser brauche ich jetzt auch nicht mal upgraden. Ich kann das nochmal gerade hier, zack. Da geht noch ein Turm hin. Uff. Schön. Ich meine, es mal alles voll mit den Normalo-Towern. Die machen schon ein bisschen was. Die machen schon gute Arbeit. So. Kommen Ballista irgendwo her? Nee, ja. 50! Da kommen 50 normale Einheiten. Was ist denn los mit euch? Oh, was da alles kommt. Was da alles kommt! 10 Rollheimer sind fast so viel wie 11 Rollheimer. Weise Worte, Lilly, weise Worte. Äh,
Ich habe das Produkt gerade nochmal nachgeschlagen. Es ist Kirschmet. Wenn man online mit dem Auto bestellen kann, in der Artikelbeschreibung steht, im Winter auch warm zu genießen. Okay. Kirschmet ist auch was Leckeres. Welche Marke, wenn ich fragen darf? Nur so rein Interesse halber. Ich kann auch einen Turm upgraden. Ich mach. Von da kommt jetzt schon viel. Da kommt schon viel. Nicht übertrieben viel. Aloria. Okay, das lese ich zum ersten Mal gerade, muss ich zugeben. Fuck it, sure. So. Da kommen auch 50 von diesen. Oh Gott, ja, okay. 50 Reitheimer kommen da jetzt. 50. Das ist ein Mittelalter- und LARP-Shop. Ah. Die brauen auch selbst. Das ist ein LARP-Shop, der seine eigenen Met braut. Das ist ja wild. Das ist ja wild. Nee, falsch. So, das war eben nice, ne? Dass die Bogenschützen so dastehen. Das reicht aber nicht. Vertreiben den nur. Da würde ich halt interessieren, wer den gebraut hat. Aber das kriegst du einfach nicht raus wahrscheinlich, ne? Ups. Komm alle mit hier. Ja, alle mit. Alle mit raus. Zack. Könnt ihr machen, was ihr wollt. So, sind alle Leute auf Position? Nö, egal. Das da reicht auch nicht, diese paar Speerträger für da unten, die ganzen Vereine, die da angerollt kommt. Aber hey, was willst du machen, ne? Wobei, die stehen da schon echt scheiße, warte mal. Pass mal auf. Die stehen echt mies. Die stehen echt mies. Kommt mal hier hin. Weil da muss nur so ein Gröllheimer, so ein Rollbombi vorne wegkommen und die einmal wegbonzen, dann sind die alle tot. Das ist eher schlecht. Aber das ist auch. Nee, wir brauchen auch da oben mehr Einheiten. Das da bringt so nix. Ich habe nicht so viele Einheiten gefühlt irgendwie. Auch so ein paar von denen brauche ich auch hier. So draußen vielleicht sogar. So. Und nehme ich vielleicht so ein paar von den Spearmenschies, das waren ein paar viel. So drei. Nehme ich da unten hin. Das kleine Pferd. Ich realisiere gerade, dass das Mini-Pferd, also eigentlich normal groß, aber es hat so Chibi-Proportionen. Erinnert mich irgendwie an ich hör Namen. Moment. Wie ist dieser Gravity-Boss mit dem Mini-Puny-Pferd noch aus Elden Ring? Ich komme auf den Namen nicht mehr. Ja klar, schick mal, Lance. Schick mal her. Ja, fuck it. Let's try. Radahn, dankeschön. Der. Wir haben so Radahns Pferd geklaut, ey. Ja, soweit so gut. Mal gucken, was hier so abgeht. Das da kriegen wir hin. Das da kriegen wir auch hin. Okay. Ich glaube, hier sind wir safe. Da sind wir auch safe. Ich level lieber oben. Ich level lieber da. Geht aber auch eigentlich noch, ne? Ich bin immer noch zurück hier. Ich komm hier zurück.
da oben passt auch irgendwie da, die kommen nicht mal durch bis hier oben hin. Jetzt langsam. Da ist eigentlich auch noch cool. Ne? Also es läuft bisher besser als die letzte Runde aus dem letzten Level. Ah, jetzt werden meine ganzen Sperrträger da runtergezogen. Geht aber eigentlich auch voll klar. Ach, gar nicht, nur ein paar. Also irgendwie... Achso, ich habe das Level auch auf schwer gespielt quasi. Das da nicht auf schwer. Ah, jetzt kommen die ganzen Ogre hier an. Die Enemy Forces, die are overwhelming. Oh ja, müsste diese. Ja, genau die. Die muss ein bisschen fokussieren. Die, ja. Genau die. Genau die. Die Ogre, die kriegen das. Die, das ist easy. Da ist alles im Griff. So, was ist hier oben? Geht's da noch gut weiter? Geht's da voran? Was ist so euer Status da oben? Pff. Nix ist da. Gar nichts ist da. Ja, easy peasy. Das war ja gar nichts, was da. Victory. Hör mal. First try. Base score. Gold Bonus. Yes. Mutator Key habe ich keinen. No restarts. Nur Rekord. Hör mal. 7000 Punkte wieder. Scarecrows. You permanently unlock a new upgrade path for your mills. Scarecrows have a strong anti-air attack. So funktionieren Vogelscheuchen nicht, aber okay. Le Schwert, Heavy Swords. Warrior Mode. The weapon you have equipped becomes more powerful every night, all the way up to 175% of the final night, but all your units and buildings deal minus 30% less damage. Right from the beginning. Okay. Boah, weißt du denn, wie Vogelscheuchen funktionieren? Logik? Also seit du tust dann der Vogelscheuchen halt irgendwie mit Selbstschussanlagen ausstatten, dann machen die nix außer da rumstehen und abschreckend aussehen, höchstens. Mind Spirits. Wind Spirits ist ein W. You permanently unlock a new upgrade path for your mills. Wind Spirits can catch and block enemy arrows. Ich habe 56 Jahre Berufserfahrung, ja. Ist so. Ich habe Vogelscheuchologie studiert. Okay. Das war Level 3. Bonk, guck mal hier. Jetzt könnte man halt noch die ganzen anderen Achievements freischalten. Schlangenmodus. Heißt, Enemies drop less gold. Okay, das ist echt ziemlich wurscht. Das Geld, was feine Tropfen ist, macht keinen großen Unterschied. Hier, das ist schon eher was. Tiger Gods. Enemies deal 5% mehr Damage. Okay. Gucken wir nochmal gerade Level Next Stones an. Pass mal auf, dann ist hier.
Beat Frosty to unlock C-Level. Was ist hier? Eternal Trials. Oh, ist das Endless Mode? Wahrscheinlich, ne? Frostsee, ja. Ich nehme mal Schwert. Aber mache doch das vielleicht nicht ganz fertig. Aber ich will es mal ausprobieren. Ich bin damit eigentlich ganz gut soweit gefahren mit der Strategie. Gute Türme und mehr Geld. Ja, machen wir das da. Oder was gibt es noch für Strategien quasi? Das bringt halt jetzt, also es ist halt cool, wenn mein Hauptgebäude mehr Verteidigung hat, aber und halt mehr angreift, aber nix ist wichtiger als mehr Geld zu haben. Achso, warte mal, das heißt hier nur Your Castle Center produces 1, 2 or 3 additional gold per day. Ich glaube, darauf könnte ich echt nur verzichten. Aber das da ist so overpowered. 33% höhere Reichweite und 33% mehr Schaden. Heftig. Mach ich auch noch Commander Mode dazu, so. So. Oh, Schnürland. Sehr schön. Okay, der See ist, ja. Da kommen Flugeinheiten sich herüber. Da vielleicht nicht. Da baue ich mein Hauptgebäude hin. Okay, zack. Da kommen die jetzt raus. Meine 7 Leute, okay. Und ne, direkt. Ich kann hier. Also das ist die Archery. Blacksmith. Researches Upgrades. What? Ja, okay. Ich habe jetzt einfach keine einzige Einheit, außer mein Hauptgebäude. Das wird schon. Nee, wird's nicht. Nee, wird's nicht. Hi. Hey. Oh. Ja, kriegen wir hin. Lass mein Haus in Ruhe, okay? Kollege. Mein Haus. Ich bin schon gleich tot. Mein Haus. Fuck. Okay. Man sollte vielleicht nicht die Mutatoren nehmen, die den eigenen Schaden massiv reduzieren und dann in der ersten Runde versuchen die alle zu milien. Ich glaube, es geht nicht. Da muss ich echt so einen Turm bauen. Oh, was ist das hier? Builds a fishing boat every morning. Each boat generates. Wir brauchen mindestens einen Tower, sonst haben wir ein Problem. Okay. Dann halt so von mir aus. Ja, okay. Ja, okay. Ja, dann halt so. Auch gut. Komm auf einen Haufen hier alle, bitte. Verrübscht! Hör mal. Warte, jetzt auch ein 32-Bit
32 Monate, more like. Vielen herzlichen Dank für den Resub im 32. Monat. Dankeschön, Dankeschön. Willkommen zurück. Bester Wald im Kult der Leute, die mir getappt haben, aber keinen speziellen Namen hat. Ich habe die Flöte gehört, gleich noch eine. Es ist wild. Diese Person und Flöten, es ist. Wie ging das ungefähr? Wie ging das Song ungefähr? Alles gut, ich lebe noch. Forrest, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Einen wunderschönen guten Abend. Ja. Happy Samstag. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, deine Schicht war heute nicht so extrem. Wahrscheinlich schon. Slimes are small, mealy monsters without much brain, so they just attack whatever is closest to them. They usually appear in groups, which makes them vulnerable against splash damage. Pass mal auf. Fuck it. Ich baue jetzt diesen Harbor. Ich will Money. So, und ich lock ihn einfach zu diesem Turm. Das geht doch garantiert, oder? Das geht doch. Ne? Oder ich kite die einfach jetzt hier im Kreis. Ey, lass es so. Nein. Siehst du? Easy. Geht doch. Winter war der vorletzte. Es war der vorletzte Weihnachtssamstag. Ja, okay. Und es war halt, was es war. Das sieht interessant aus. Was machen Sachen? Du meinst, wie heißt es nochmal? Thronefall. Thronefall ist sehr cool. Wir haben vor einem halben Jahr schon mal eine frühe Version davon gespielt. Oder die Demo, besser gesagt. Und das Game ist auch schon seit, ich will fast sagen, knapp einem halben Jahr raus. Und ich wollte es eigentlich seitdem immer mal weiterspielen, habe es aber einfach nicht gemacht, weil andere Videospiele. Und jetzt dachte ich mir, ich habe heute mal ein bisschen mehr Zeit, da der Indie-Samstag heute mal ein bisschen früher gestartet ist. Und nutzen wir die Bonuszeit mal. Die Vollversion von diesem doch ziemlich genialen Spiel mal auch für Probe zu stellen. Und bisher enttäuscht es nicht. Ich durfte sogar quasi da weiterspielen, wo ich mit der Demo aufgehört habe, was sehr cool war. Das heißt, muss ich alles nochmal spielen. Ja doch, okay. Verfrühtar-Stream, ja. Dieses welches. Oh Gott. Haben die Laserknarren? Können wir bitte nicht? Ich hab Angst. Hallo? Okay. Die ist nicht so gefährlich. Ich komme da 45 von diesen Blobs da unten raus. Okay. Habe ich schon mal. Oh, ich könnte schon mal das upgraden aufs nächste. Aber nee, mehr Geld ist erstmal mehr wichtig, glaube ich. Zack. Nee. Fuck it. Money! Okay. Laserkniften. Das erklärt, wieso ich es nicht mitbekommen habe. Als du live gegangen bist, war ich wahrscheinlich schon im Mittagsschlaf gelegen. Das kann gut sein. Wir haben heute. Gut, wir sind jetzt 2 Stunden live ungefähr. Nee, 3. Nevermind, 3 Stunden live. Alles gut, ich nehme alles zurück. Blups. Komm her.
Zack. Ich habe ein Schwert, das macht AOE. Oh, das macht immer AOE, nicht nur im Special Move. Genau, komm. Nee. Lass mein Haus gehen! Lässt er nicht. Oh, ich bin tot. Welp. Oh. Okay. Don't mess with the blobs, ey. Don't fuck with the blobs. Yeah, Castle Blueprints, Walls and Towers have more health. Das wird mir jetzt ganz viel bringen, aber. We try day. Ja, aber immer wir testen das nochmal. Vielleicht bauen wir doch so einen Turm hier hin und bauen dann so zwei Häuser. Vielleicht so, okay, ja, gut. Machen wir es halt auf diese Art und Weise. Auf jedes Haus ein MG-Nest und dann wird das, ne? Ich habe am Dienstag, nee, nicht Dienstag, Mittwoch. Mittwoch habe ich Baby's First Leg Day gemacht, weil ich seit Ewigkeiten keinen Sport mehr gemacht habe. Ich habe immer noch Beinmuskelkater und ich weiß nicht warum. Das geht so nach zwei Tagen meistens weg, diesmal nicht. Bist verrenkt? Nee, verrenkt nicht in der Tat. Das habe ich im Griff, aber Muschelkater in den Beinen. Und da muss ich mich aber so ein bisschen komisch strecken, damit es noch mehr wehtut. Und es, ja. Sprich. Da ist sicher Logik hinten dran. Muss den Muskelkater quasi voll ausreizen. Können wir den Turm bitte nicht kaputt machen? Das wäre echt nice. Okay. Mit dem nicht kaputt machen haben sie nicht ganz geschnallt, glaube ich. Ach, diese Blob-Armee, ey. Hör mal. Genau, komm. Nee. Okay. Bruder. Also kann man Punkte farmen, ey. Hunters, you unlock a new upgrade path for your ranged units. Hunters excel against monsters, but have decent melee capabilities as well. Oh, bessere Hunters. Thronefall Gott, sag ich doch. Also, wenn man das, was ich eben machen wollte, ich upgrade jetzt mal hier. Mich. Ich upgrade mich. Sonst nix. Oh, aber das funktioniert. Bisschen. Lass mal ein Haus in Ruhe, ja? Das ist... Ich brauch das. Stopp, halt. Leute. Ja, okay. Na gut, aber, ne? Hat funktioniert. Du bist die einzige Person, wo ich nicht in den Kanalpunkten durchblicke. Was ist es alles? Licht. Lichtdinge. Licht. So ziemlich alles von. Es ist einfach nur. Tut Lichtdinge. Jetzt habe ich sechs Münzen, ey, das ist doch nix. Das ist doch gar nichts, ist das. Also mehr Häuser her, bitte. Ich könnte mal so eine Melee-Einheit theoretisch bauen, ne?
Nicht, aber das ist Blacksmith. Das ist Archers. Sure. Oder Hunters. Past effect of against monsters, they have decent defense capabilities. Ah, komm, keine Monster. Ich nehme Crossbowman. Ich mag Crossbowman. Crossbowman klingt auch ein bisschen wie ein Charakter aus einem Kojima-Game. Aber das ist eine andere Geschichte. Eine Milli-Einheit? Das ist eine 10-Cent-Einheit, ist so. Ist so. Ja, wird schon. Was ist das? Kann dieser Bock bitte weggehen? Kann dieser Bock bitte weggehen? Was ist das? Mach's weg, bitte. Hallo, Chef? Nee? Nee, 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 nee. Mach's kaputt. Mach's. Hallo, Leute. Nee, nein, nein. Hör auf. Oh, der macht Schaden an dem Turm. Aber er killt ihn nicht. Oder? Oh, oh. Nein. Easy. First try. So, ich kann das upgraden. The income from all boats in this harbors are doubled. Bitte? Ja. ja. Oh, es kommen da neun Fliegis. Das sind Fliegis, ne? Das sind Wasps, genau. Ja, aber die Archer sind ja, also die Armbrustmenschen sind jetzt nicht perfekt gegen die Fliegi-Boys, aber die sind ganz in Ordnung. Brauche ich noch so einen Turm, dann wird das schon. Dann baue ich noch ein Haus. So, Strategie. Wasps, ne? Doch, pass auf. Pass auf. Eigentlich sind es Bälle mit Propellern hinten dran. Los, Crossbowman. It's a Crossbowman. You don't need to... Elevated. Hey. The writing's on the wall. They won't go away. It's Crossbowman. Okay, ich glaube, wir haben geldtechnisch haben wir jetzt damit einen guten Deal gemacht. Wir kriegen jede Runde ein Boot dazu. Jedes Boot macht jetzt 2 Münzen. Das ist ein guter Start. Jetzt haben wir 17. 17 Münzen. 17 Münzen. Es kommt da schon ein bisschen mehr. Ich will vielleicht noch einen Turm mal bauen. Und vielleicht... Nee, nochmal Crossbow-Upgrade kostet halt jetzt 8. Wie wäre es, wenn ich... Barracks. Da haben wir eine Melee-Einheit. Not good against range units. Well armored against range. Wir nehmen Knights, oder? Michael. Michael Knight. Selbst höchstpersönlich. Höchst selbst, würde man fast sagen. Das da reicht, oder? Das reicht. Mehr Häuser. 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 Mehr Häuser. Yes. Das klingt nach Omen von dieser japanischen Band. Du meinst The Prodigy? Crossfade? Nein. Oh, Omen ist nicht von Crossfade. Die haben es gecovert, glaube ich mal. Das ist im Original von The Prodigy, einer britischen Band. Ja, weiß ich, okay. Sarkasmus ist in Textform und ist schwer zu lesen. Aber du hast eben gesagt, du würdest mich niemals anlügen. Von daher glaube ich dir das einfach mal.
Mhm. Und ich weiß gar nicht, worum es geht. Und das ist halt ein... Ich habe keinen Kontext für Forrest Nachricht. Ich glaube, das brauche ich aber auch nicht. Weiter oben lesen. Das ist schon aus dem, das ist aus meinem Chatfenster rausgescrollt, ey. Wo denn? Ich glaube, die fehlt bei mir. Okay. Also was? Ist okay. Ist auch, ich habe das ohne Kontext gelesen und es macht es fast besser. Es kommen von unten diese Rollheimer und was sind das? Spiky. Das ist ein K. Es geht um Sleep Token. Ja, das ist vollkommen recht. Das ist eine der interessantesten Bands, die wir gerade haben. Die es gibt. Und das Konzert war eines der geilsten Erlebnisse dieses Jahres. Also, auf das bezogen kann ich einfach vollkommen zustimmen, dass du die Band auch so geil findest. Finde ich gut. Ich frage mich, ob es schon lohnt, jetzt in den Blacksmith zu investieren. Research Upgrade. Upgrades apply to you, your units and your buildings. Für 4? Ja, komm. Oh, Melee Attack. 300 Melee Damage for you and your units and your buildings. 3 days to research. Ranged Attacks. Ist halt geil für meine Türme. Ranged Armor, Melee Armor. Bessere Range Attacks, würde ich mal sagen. Aber dafür 4 Money zu investieren? Ja, warte. Wir bauen das später. Wir bauen das später. Ich habe ein bisschen Schiss vor diesen Spiky Slimes. They usually appear in groups. Spiky slimes have more health and attack damage than normal slimes. Fuck it, ich baue mehr Türme. Das ist meine Strategie gegen alles. Mehr Türme ist mehr gut. So. Kann ich auch mehr Häuser bauen? Ja, kann ich. Aber ich glaube, gegen diese Slimes komme ich auch noch irgendwie an. Aber Geld ist halt wichtig. So langfristig gesehen. Bip. So, dann noch ein Turm hin. Gibt's mehr Sleep Token Songs wie War? Wir können auch noch einen Harbor bauen? Ja, auf jeden Fall, immer. Jetzt harbor dich mal nicht so. Wars, was das zu Beginn voll mit Gekloppe anfängt, oder? War das der? 1, 2 so reine Gekloppe-Songs haben die. Aber die bleiben so ihrer normalen Formel meistens relativ treu.
Was, wenn man eine Band was kritisieren will unbedingt, dann kann man sagen, die fielen immer so dieselbe Geschichte, aber und zwar entweder auf der Schnauze, dann Popballade, dann auf der Schnauze, dann Popballade oder Popballade auf die Schnauze, Popballade auf die Schnauze. Das sind die beiden Sleep Token Songs, die es gibt. Aber will ich auch genauso, finde ich auch genauso richtig. Habe ich nicht mehr Einheiten? Ich habe ein bisschen Schiss vor diesen 30 Spike Blobs, aber fuck it. Wer willst du machen? Oh ja, okay. Ja, das, ich mag den nicht. Könnt ihr bitte weggehen? Nee, die Geräusche haben wir hier. Die bitte nicht. Danke. Nee, Chef, Leute. Nee, ernsthaft. Nee, nein. Okay. Oh, oh. Den Habe lässt du auch in Ruhe, bitte. Die brauche ich noch. Oh. Oh. Die haben wir gut einmal eingesammelt, ey. Leck mich fett. Ja, aber das tanken die schon. Ja. Ja, halt. Türme verloren ist egal, buchstäblich. Das ist ziemlich egal. So, oh, Fliegeheimer ist halt jetzt schwierig. Oh, jetzt Fliegeheimer kommen, dann zerstören ja meine Boote wahrscheinlich instant. Oh, da kommen jetzt überall Fliegeheimer. Oh, das mag ich gar nicht. Sind das die Fliegeheimer? Wasps, yes. Okay. Dann baue ich jetzt einfach mal jede Menge Türme. Ich glaube, money-technisch bin ich erst mal ganz, ganz gut dabei. Also die 7 dürfen kein Problem sein. Die fliegen direkt hier zu, werden von denen zerstört. Okay, cool. So. Die 12 werden mein Harbor zerstören wahrscheinlich. Könnte ich höchstens damit umgehen, indem ich den Turm einmal upgrade und die Reichweite erhöhe damit. Einfach Flak bauen. Das da ist meine, nicht wirklich Flak, aber ich hoffe, dass sie mich in dieselbe Aufgabe erfüllt. Ist Tower Defense in dem Sinne von, ich baue halt sehr gerne Türme. Ich baue lieber Türme als Einheiten. Ist aber Geschmackssache, glaube ich. Aber ja, schon. Es geht schon so in die Richtung. Es ist ein bisschen Strategie, bisschen Tower Defense, bisschen. Kannst du auch so skillen, dass dann King halt die ganzen Schaden macht und deine Türme nur auch da sind. Wobei das langfristig, glaube ich, nicht so zielerreichend ist, zielführend ist. Fuck it, mein Hauptgebäude wird auch noch upgraded, so. Und dann, Royal Mastery nochmal. Sure. Und dann hope for the best. Ich hätte das bauen können. Ja, ist egal. Gegen Flugeinheiten ist es wirklich egal. Ich könnte noch einen Turm bauen. Und zwar dahin. So, greifst du die Boote an? Nee, tust du nicht. Okay. Den Haber kannst du ruhig angreifen. Das müsste er auch. Ich muss die Bogenschütze vielleicht mal dahin da positionieren. Okay, den Haber machst du halt kaputt. Ja, von mir aus. Ist halt so. Ja, Gott, von mir aus. Da kommt er wieder. Oh, there are billions. Ja, nee, ich bin zu doof für das Spiel. Das habe ich mal versucht. Das ist ein geniales Game. Aber ich habe es nie sehr weit geschafft. Oder dann relativ weit geschafft und dann einfach so einen saudummen Fehler gemacht und dann ist halt das Game vorbei. So ein falscher Schritt und das war's. Viel Spaß am nächsten Versuch. So.
Gut. Was kommt in die Runde? Von da unten kommt Zeug diesmal. Ja, dann 40 Einheiten. Das sind viele Einheiten. Okay. Und 5 Oger? Warte mal. Wie kommen wir denn bitte schon von auch schon nach 10 von 13? Okay, pass mal auf. Wir können die aber auch einfach mal hochkommen lassen zu uns und hier abfangen, ne? So, dann mach doch, was du willst. Ist mir doch egal. Ich baue hier meine Wand und dann kannst du mich mal. So, und jetzt? Ich kann aber auch gar nicht mehr Sachen bauen, um mein Einkommen zu verbessern, außer halt die Häuser nochmal upgraden. Da kommt jetzt echt viel, aber ich glaube, es ist mir egal. Ich könnte das nochmal upgraden für noch mehr Schwertmenschies. Und dann kommen die jetzt alle so dahin und hoffen, dass sie nicht alle von hier angreifen. Und dann, let's go. Ups. Da könnte schwierig werden, die Nacht hier. Oh ja, okay, pass auf. Ich glaube, es war keine so gute Idee. Also ich lenke die so ein bisschen ab. Ne? Ja, aber die Türme, die sind jetzt nur Kanonenfutter quasi. Ich kann halt versuchen, die da... Ne, kann ich auch nicht. Nevermind. Okay, ja, gut, okay. Hier oben, jetzt wird's interessant. Aber ja, ich mache echt nicht viel Schaden an denen. Aber ist doch jetzt gar nicht mal so wild, ne? Bisschen Schiss vor denen. Ne, den lass bitte ganz, Kollege. Den brauche ich noch. Ja. Ja. Ja, doch. Oh, ich hab mich aufgepasst. Ey, der ganze Soundtrack ist ziemlich geil, wirklich. Ich muss mal gucken, ob der Soundtrack auf Spotify, auf YouTube ist. Der wird seinen Weg in den Valheim, in die Valheim-Playlist finden, kannst du aber glauben. Kannst du einen drauf lassen. Ja, doch, soweit, so gut. Plünk. Ich habe nur 40 Tacken, das ist nicht so viel. Kann ich hier nochmal upgraden? Ne. Ich habe hier geupgradet, ne. Hm. Gut, dann baue ich mal mein Upgrade-Ding und erhöhe mal meine Melee-Resistenz von allem. Ich glaube, ich ne gut, aber war das eigentlich auch unnötig, weil das ist in 3 Tage fertig. Hm. Chillstep-Version von Towerfall Flöte. Okay, die noch Einheiten bauen. Oh, ich kann mal noch so ein Ding bauen. Jetzt ein bisschen spät dafür, oder? Ich hätte, glaube ich, zu Beginn das da bauen sollen, direkt Day One. Naja, okay. Ist jetzt vielleicht auch zu spät. Ist es zu spät? Weiß ich nicht. It's too late to apologize. Also noch Hunters, warum nicht? Naomi Hunter wird noch gebaut. Kann ich noch Häuser bauen? Habe ich zumindest nächste Runde immer noch Kohle. So, und ich habe noch Flail Boys.
mehr Armbrustmenschen. Und das war's. Okay. Aber diesmal kommen nur so ein paar Schleimis und Wespen und hast du nicht gesehen von da unten. Kommt mal mit. Komm mal mit. Chef hat Plan. Oder sind noch andere Enige im Spiel? Machen wir noch. Aber ich wollte in der Tat ein bisschen mir genauer ein Bild von diesem Videospiel machen. Wenn man heute mal statt 2 Stunden Maximum, machen wir mal drei. Ganz ernsthaft, ich glaube, das Starspiel hat Aufmerksamkeit verdient. Das hat ganz gute Bewertungen, hat sich auch ganz gut verkauft bisher. Aber da war mindestens eine Person im Chat, die das Spiel noch nicht kennt. Indie Extended Edition. Yeah! Ja, dieses. Sure. Guck mal. Könntest du bitte nicht mal... Okay. Ist kurz an dem Preis vollkommen wert. Ist euch nicht teuer, ja, ne? Es lebt, glaube ich, ein bisschen davon, dass du halt die ganzen Challenges machst. Ja, okay. Aber der Habe überlebt das. Das ist gut. Da habe man nochmal Glück gehabt. Trotzdem nur 43 Tacken jetzt. Okay, jetzt kommt... Oh, ist das letzte Nacht? Ne, noch eine. Aber so kommen jetzt schon von allen Ecken wieder, ey. 30x30 Mann hier oben. Ja, mein nasser Ding. Kann ich noch mehr? Ich kann nicht noch mal upgraden, ne? Für 7. Ja, du bist schon auf Max, okay. Ich kann die Häuser upgraden, aber es lohnt, glaube ich, nicht. Dann baue ich lieber nochmal so jeden Turm auf. Auf Next Level. Du nochmal mehr Flail-Freunde. Und vielleicht die hier. Verteidigen diesmal so ein bisschen ein kleineres Areal einfach. Zack. Und dann vielleicht den nochmal. So. Ich glaube... Also, weil hier ganz viele Monster kommen, sollte man jetzt vielleicht die Hunter... Das ist Naomi. Stellen wir jetzt hier hin. Wintermann der harten Games. Wie wär's mit Jump King? Habe ich echt schon drüber nachgedacht, ob ich mir sowas antun soll. Und Antwort ist nicht definitiv nein. Die Antwort ist ziemlich genau in dem Wortlaut. Ja, dann gucken wir mal, was das da daraus so wird. Ja, die regeln das da, ne, unsere Hunter. Ja. Ja, doch. Und was ist hier so? Läuft. Schön abgelenkt. Kommt. Ja, der Turm geht halt drauf, ist egal. Da oben ist alles noch cool. Aber es kommen da rechts die gleich. Die 800 Oger. Geht aber eigentlich auch noch. Hi. Doch, alles im Griff. Da unten... Da, warum sind da auch Oger jetzt? Please explain. Warte, explain. Why Oger? Okay, geht aber auch. Haben wir im Griff. Und hier links? Oh, safe. Ja, guck mal. Schöne Hintergrund-Endlosschleife. Double round, jump. Job.
Deskplant, hallo, schönen guten Abend. Oh, die haben das Ding zerstört. No. Oh Gott, Fragezeichen? Shadow in the water. Some people saw shadows moving in the water a few days ago. Nobody believed in them. Oh no. Oh no. I don't like this. I do not like this. I in fact do not like this. Not at all. We do not like question marks. Man sollte Mark nicht hinterfragen, okay? Cthulhu confirmed. Münzen habe ich noch. Was mache ich denn damit? Mehr davon? Sure. Ich komme mal alle einfach so dahin. Okay, und hier kommt so alle mal irgendwie so dahin. Und dann, wenn es Melee-Leute sind, dann kommen die schon rausgerannt, bestimmt, garantiert unter Umständen. Und du wirst jetzt noch zu einem Ballista-Tower. Einfach nur weil. Einfach nur das Prinzip so. So grundsätzlich einfach nur aus Gründen. Ich habe eh keine Ahnung, was jetzt kommt. Ich habe noch 3 Münzen. Yay. Let's go. Ups. Du bleibst hier. Brr, brr. Cthulhu? Oh, sweet Jesus. Kommt ihr an Land? Oh, das schießt Zeug. Der, der hat mehrere AP-Balken. Ich mag das nicht auch. Was ist denn mit ihm? Hau drauf! Das sind echt viele, das da, ne? Das sind sau viele. Das sind richtig viele. Das sind richtig viele. Das sind dann doch sehr viele, das da, ne? Der Mann im Schaden, so ist es nicht. Der hat noch. Der hat noch AP-Balken, aber der hat noch so ein bisschen was in Reserve, glaube ich. Ach du Scheiße. Aber meine Wände halten. Oh, da kriegt er auf die Schnauze. Da kriegt er auf die Schnauze. Weil meine Türme. Weil meine Türme. Könnt ihr mal. Okay. Sind da ein bisschen scheiße aufgehoben, Leute. Ganz ernsthaft. Ups, nee. Nee. Kommt ihr auch. Weil das sind auch Türme. Schneller, Leute! Move faster! Aber das sehe ich. Das sehe ich, das geht. Oh ja, es kommt da hier hin. Oh, mutig. Das mutig, Kollege. Oh, das ist aber. Oh. Oh no. Könnt ihr mal hier reinkommen, bitte? Wir brauchen euch hier. Oh, Leute, oh. 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 Okay. Aber. Ein AP. Ein fucking AP. Alter.
Nicht an Ans. Mehr schießen. Mehr schießen. Mehr auf das Ding schießen, bitte. Noch so ein Move und wir sind tot. Also komm nicht in die Mitte. 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 Kommt in die Mitte. Er kommt da an, okay. Alter. Das ist da einfach buchstäblich alles mehr als einer PS Luxus. Das war die Quintessenz von mehr AP brauchen wir nicht. Komm, komm, noch ein AP-Balken. Jetzt komm nicht in die Mitte, komm nicht in die Mitte, bitte. Oder komm und dann... Doch, okay, aber jetzt drauf. Drauf, 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 mehr. Nein, 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 nein. Ach, komm. Ja, okay. Ja, okay. Ich hätte die... Ich hätte in der Mitte stehen lassen sollen. Gajin, salut, ça va? Das war natürlich jetzt eine Strategie, damit wir jetzt die ganzen Erfahrungspunkte hier farmen können. Challenge of the Falcon God. Enemies are faster and chase you shorter when you attack them. Try again. Retry a day. Pass auf. Jetzt weiß ich, was kommt. Jetzt weiß ich, was kommt. Und zwar stellen wir jetzt einmal so ein paar von den Boys. Stellen wir hier hin. Aber unsere ganzen Fernkämpfer stehen jetzt hier. Außer die, die stehen hier. Ich weiß ja auch nicht. Sollten auf jeden Fall alle mindestens Level 2 Türme sein. Noch mehr von denen auf jeden Fall. Noch mehr von denen auf jeden Fall. Die Hunter sind ja echt gut gegen Monster. Und der spuckt ja nur Monster aus. Von daher. Aber die schießen auch vielleicht auf das Vieh im Allgemeinen so, wenn das hier rauskommt. Raketenwerfer bitte. Eigentlich guter Plan. Wo kauft man die? Was, welchem Shop gibt's die? Im DLC-Shop. Das D steht für Death. Death le Croissant. sure. Selber bauen, also. Er bekommt nur Schaden, wenn der am Auspacken ist, quasi. Ich lass die mal da stehen. Da oben, die anderen. Weil wenn er rüber geht, ich glaube, mein Hauptproblem war, die haben meistens versucht, ihn zu verfolgen. Nicht sterben, bitte. Und dadurch haben die... Ja, pass auf, es kommt nämlich rüber. Das sagt gegen die Türme hin. Jetzt kommt der rüber und meine ganzen Hunter machen jetzt Abriss. Hoffentlich. Muss einfach nur hier hinkommen. Einfach nur dahin. Okay, die Milan-Einheiten natürlich nach oben. Aber guck mal, die normalen Hunter, die machen dem Arsch voll Schaden. Was kriegen sie denn das da? Ist wieder rüber? Oh.
Der Turm da unten, ey. So, genau. Laufen wir da rüber und kriegen wieder einfach richtig böse Schaden von den, Huntern. Wo, warum? Wir müssen ihn angreifen, richtig. Okay. Oh, die haben oben schon das Ding abgerissen. Kommt jetzt hoch. Nee, läuft wieder nach rechts. Da oben diesmal. Wir haben da schon ein Loch reingemacht. Oh, das ist schlecht. Ah, das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Deswegen müssen wir jetzt ihn fokussieren quasi. Ich glaube, die ganzen Türme kriegen die da noch hin, die jetzt rauskommen. Okay. Kommst du nach oben jetzt? Das kommst du da hin. Das ist perfekt. Wir lassen den ganzen Hunter jetzt. Guck mal. Guck mal. Yes. Jetzt kommst du nach oben, ne? Ja. Eine verschwindet, sobald du den ganzen HP-Balken Schaden gemacht hast. Haut der ab, okay. Ja, aber jetzt kommst du halt da lang und das macht einfach einen Arsch voll Schaden und dann kommt der halt gar nicht zum Monsterspucken unbedingt. So. Gut. Besser links wieder. Und dann kommst du weiter. Ihr bleibt in der Mitte alle. Ihr bleibt alle hier. Die Türme regeln das. Ihr müsst in der Mitte stehen bleiben, damit, wenn er jetzt nochmal kommt. Und er kommt nochmal. Dann wird er schon hier bleiben. Dass er instant weggenatzt wird. Zack. Guck's dir an. Erstmal alle Einzelteile deppert, ey. Liebe nach Videospiellogik ist einfach 1000 HP, siehst aus wie frisch geboren. 1 HP, siehst aus wie frisch geboren. 0 HP, Giblets. We did it! First try! Oder so. Nice. Nice. Ja, wir haben keinen No-Restarts-Bonus bekommen, aber hey. Assassin's Training. You permanently unlock a new upgrade path for your level 2 Castle Center, which massively increases your attack damage, but also increases your attack cooldowns. Oh, new perk points. Nice. Geil. Back to the map. Was gäbe es noch quasi? Uferwind. Frostsee. Okay, das sind die ganzen Level. Ich glaube, mehr gibt's auch nicht, ne? Also die da. 1, 2, 3, 4, 5. Eigentlich 4. Ein Tutorial und ein Endlosmodus. Ach, es kommen noch mehr. Ist ja doch ein Early Access, stimmt ja. Aber, ne? Also für das, was es aktuell ist, ist es schon sehr geil, muss ich sagen. Also wirklich sehr geil. Es ist jetzt nicht das weltabwechslungsreichste Spiel, aber geiler Soundtrack. Grafik ist sehr stilistisch und in meinen Augen echt gut gemacht. Interessante Spielidee. Ich weiß gerade nicht, ob ich schon mal ein Game gespielt habe, was genau das gleiche quasi macht. Also ja, es ist irgendwo Tower Defense.
Und das Tower Defense Genre ist halt auch schon sehr stark, ich will fast sagen, ausgelutscht. Aber diese Mischung aus, weil wenn man es nicht besser wüsste, ist vom Spielgefühl her hat so ein bisschen was von einem RTS, also von einem Real-Time-Strategy-Game à la, weiß nicht, Anno oder, weiß nicht, Warcraft, aber halt auf das Minimalste runtergebrochen. Du baust Gebäude für Geld und die Gebäude geben dir wieder Geld oder geben dir Ressourcen, die du brauchst. Und dann geht's. Also der Hauptaspekt ist wahrscheinlich Geldmanagement in dem Spiel. Ne? Es ist sehr verlockend am Anfang irgendwie ganz viele Verteidigungstürme zu bauen und Walle zu bauen. Und aber wenn du nicht am Anfang irgendwie dann deine Economy lostrittst, dann hast du meistens dann irgendwann schlechte Karten. Ja, das war Thronefall Revisits. Cooles Game. Cooles Game. I like. Das ist jetzt aktuell, glaube ich, sogar im Sale, wenn mich nicht alles täuscht. Oder? Jetzt mal gerade sehen. Thronefall. Store Page. It is nicht im Sale, never mind. Aber trotzdem nur. Also 6,89 Euro. 7 Euro. 7 Euro für ein Game, wo man sicher, also aktuell bestimmt 10 Stunden Spaß haben kann, würde ich sagen. Hey Nero, schönen guten Abend. Also 10 Stunden Gameplay ist da bestimmt drin. Und dann so 7 Euro ist halt nice. Es ist auch overwhelmingly positive, aktuell mit 98%, ey. Nice. Und es ist noch Early Access. Ich bin bei 130 Stunden. Ja, okay. Das ist ein bisschen mehr als 10. Aber es hat schon so einen Suchtfaktor irgendwie. Ich hätte nicht so lange gemacht, wenn es mich gelangweilt hätte. Also ich hätte jetzt auch, es war schon meine Intention, halt ein bisschen genauer in das Spiel reinzugucken, aber ich hätte aufgehört, wenn es mich gelangweilt hätte. Und von daher würde ich sagen, kann man sich zumindest mal auf die Wishlist setzen und im Auge behalten, wenn es mal fertig wird. Oder sich im Sale nehmen oder jetzt nehmen. Oh, ich sehe gerade, seit August ist es draußen. Seit 2. August. Also doch noch nicht so lange. 4 Monate jetzt. Ja, ist ein halbes Jahr knapp. Ja, nicht ganz, aber. Gut, dann mache ich ein ganz kurzes BRB. Und dann geht's in ein paar Minuten weiter.